So, dann herzlich willkommen zum RSB-Tutorium, dem letzten Termin im Wintersemester 2021. Wir haben noch mal ein paar Themen, die wir uns heute angucken. Auch hier gilt natürlich, wir können nicht alles in der Tiefe und in der Breite uns anschauen wie im ganzen Semester, aber wir schauen doch noch mal so ein bisschen drüber, was eigentlich in der ungefähren zweiten Hälfte des Semesters an Themen so dran kam. Beziehungsweise was ich zumindest als nochmal ja, wiederholenswert erachte, dass wir zumindest uns ein bisschen was angucken. Trotz allem, denkt bitte dran, guckt auch auf Gedächtnisprotokolle aus den letzten Jahren, guckt auf die anderen Blätter, die anderen Aufgaben aus den Übungsblättern und ja, nicht auszuschließen, dass die ein oder andere Multiple-Choice-Frage vielleicht noch kommen könnte für irgendwas, was in der Vorlesung war. Also insofern da vielleicht auch einmal durchgucken. Aber heute wollen wir eine Grundlage legen und deswegen fangen wir an mit dem Thema Shift statt Multiplikation. Ihr erinnert euch noch, dass wir da irgendwie mal eine Aufgabe zu hatten. Also Shift statt Multiplikation, dann heißt es, erlaubt ist nur der Shift, auch angezeigt durch die zwei spitzen Pfeile zur Seite, Addition oder auch Subtraktion. Und wir haben etwas wie zum Beispiel hier y gleich 14 mal x und da ist halt eben eine Multiplikation drin und wir sollen das Ganze stattdessen durch Shift-Berechnung machen. Ne? Hat jemand noch eine Idee, wie das Ganze funktionierte, wie wir das Ganze machen konnten? Genau, also wir hatten es eben, dass wir, wenn wir nach links shiften, je nachdem, wie weit wir shiften, dass wir dann entsprechende Multiplikationen mit 2 oder entsprechenden Vielfachen bzw. Potenzen haben. Das heißt, wir müssen uns das Ganze natürlich ein bisschen zerlegen, diese Zahl, mit der wir multiplizieren, also in dem Fall die 14. Und in was für Zahlen würden wir die 14 dann zerlegen? So, genau, wir müssen gucken. Also im Endeffekt wollen wir Zweierpotenzen haben. Wir können sagen, ja, 14 ist das gleiche wie 7 mal 2. Das ist so das Erste. 2 ist schon eine Zweierpotenz, die wir haben. 7 noch nicht. Und insofern, diese ganzen Sachen reichen noch nicht. Wir wollen am liebsten das Ganze in Zweierpotenzen haben und diese Zweierpotenzen, die addieren wir dann zusammen. Also, wenn wir 14 haben, was ist die größte Zweierpotenz? Damit müssten wir erstmal anfangen. Wir überlegen, Zweierpotenzen, Zweierpotenzen, größte Zweierpotenz. 2, 4, 8, 16. Ah, 16 ist zu viel. Also 2 hoch 4 geht nicht. Das heißt, das größte, was wir haben, ist 2 hoch 3. Das ist die 8. 14 minus 8, dann bleiben noch 6 über. Haben wir auch noch keine Zweierpotenz direkt, aber 4 ist das nächsthöhere. Die addieren wir dazu. 2 hoch 2. 6 minus 4 bleiben noch 2 über. Das ist zum Glück eine direkte Zweierpotenz. Das ist dann die 2 hoch 1. Die ich nicht so direkt schön schreiben kann. Na gut, dann halt nicht. Und das Ganze natürlich immer noch mal x. Also, wir nehmen die Zahl, die wir hier als Multiplikation haben, und zerlegen das in Zweierpotenzen, so dass der gleiche Wert rauskommt. Ich habe 2
plus 4 plus 8. Und damit komme ich halt dann insgesamt auf meine 14. Das Ganze ist geklammert mal x. Das ist der erste Schritt. Wie geht's dann weiter, wenn ich das Ganze in Zweierpotenzen umgewandelt habe? Also wir hatten ja gesagt, irgendwie die Potenzen, das hat irgendwie was, das kann man direkt zusammenziehen mit den Themen des Shiftens. Wie komme ich da jetzt weiter? Genau, also ich, wenn ich, habe das mal hier oben irgendwo hin, wenn ich x mal 2 hoch n habe, dann kann ich stattdessen auch sagen, das ist das gleiche wie mein x geschiftet um n Stellen nach links. Also direkt von meinem Exponenten hier kann ich ablesen, um wie viele Stellen ich mein x shifte. Wenn ich das nur um eine Stelle shifte, dann ist das natürlich einfach nur mal 2, weil mal 2 hoch 1. Und in dem Fall übertrage ich das direkt hier unten. 2 hoch 3 kommt dann also x links shift 3 plus x links shift 2 plus x links shift 1. Und wir sollten natürlich nicht vergessen, was wir hier eigentlich machen. Also, es ist zwar einfach nur umgeformt. Wenn das Ganze irgendwo wieder in, wie in der Aufgabe, wie es in den Übungsblättern war, gemacht werden soll, wo es dann heißt, ja, schreibt das irgendwie so, dass das im Programmcode direkt auch genutzt werden könnte, dann heißt das dann meistens, okay, ich habe hier irgendwie meine Variable, die berechnet werden soll. In der Regel ist es irgendwie ein Integer, int y gleich x links shift 3 plus x links shift 2 plus x links shift 1. Das ist schon alles, was dahinter steckt. Jetzt kann man sich mit manchen Zahlen den Weg einfach und schwieriger machen. Wie hätten wir das Ganze auch rechnen können, auf eine andere Art und Weise, aber immer noch, dass wir am Ende natürlich hier ein Ergebnis mit Shifts rauskriegen? Was lohnt sich manchmal auch zu gucken oder darüber nachzudenken, ob das beim Thema Shift statt Multiplikation einfacher oder sinnvoller sein kann? Genau, also hier sind wir im Prinzip straightforward gegangen. Wir haben die Zahl, die wir multiplizieren, wir haben das einfach auseinandergenommen in die Zweierpotenzen und haben die addiert. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir sagen, wir berechnen das über eine Subtraktion zum Beispiel von Zweierpotenzen. Hier haben wir jetzt nämlich 3 gebraucht. Wenn wir sagen, oh, 14 ist ja eigentlich das gleiche wie 16 minus 2, also aus diesen beiden Zweierpotenzen, dann würde das ja bedeuten, 16 ist 2 hoch 4 minus 2 hoch 1. Und ich kriege dann am Ende halt raus, dass ich in dem Fall einmal x links shift 4 minus x links shift 1 sage. Das heißt, da habe ich dann nur 2 Zweierpotenzen gebraucht, beziehungsweise brauche dann nur 2 Shifts zur Berechnung. In dem Fall allerdings tatsächlich dann dazwischen den Shifts noch die Subtraktion statt des Ganzen. Macht hier jetzt noch nicht so viel Unterschied. Wahrscheinlich würde man in diesem Fall dann, weil auch wieder Plus natürlich auch schöner ist als Minus, würde man wahrscheinlich die obere Variante wählen.
Bei größeren Zahlen kann es sein, dass es sich aber dann eben tatsächlich lohnt, die Subtraktion zu nutzen, um die entsprechenden Bestandteile zusammenzukriegen. Gut, dann nach dieser kleinen Aufwärmübung etwas umfangreicher folgende Aufgabe. Ja, mal gucken, dass ich das noch umstelle. So, eine kleine Textaufgabe. Und zwar, eine Firewall bekommt Nachrichten und dazu die Information. X0, Sender steht auf Whitelist. X1, das Antivirusprogramm schlägt an. X2, der Sender ist graylisted. Muss uns jetzt hier nicht interessieren, was genau das heißt. X3, der Systemadministrator ist unzufrieden mit dem Paket. Ja, unsere Firewall soll die Regelung einprogrammiert kriegen. Hardware-seitig natürlich. Die Nachricht wird durchgelassen, wenn der Sender, also gibt es zwei Möglichkeiten, dass er es durchlassen darf. Zum einen, wobei das ist alles eine Aufgabe, sind nicht zwei. Kann ich nicht mehr an anderen Stellen. Okay, also die Nachricht wird durchgelassen, wenn der Sender auf der Whitelist steht, und dann darf auf jeden Fall die Nachricht durch. Oder wenn der Sender auf der Graylist steht und das Antivirusprogramm nicht anschlägt, da müssen dann die beiden Sachen gültig sein. Ja, also kleines Beispiel. An einem hypothetischen Mail-Server, der eine Firewall hat und der Nachrichten kriegt. Und entweder halt bei X0 ein Whitelist, das ist immer gut, das darf er mal durchlassen. X1, Antivirusprogramm, ja, das kann vielleicht anschlagen. X2, der Sender ist graylisted. Im Endeffekt heißt es, er hat schon einmal versucht, es hinzuschicken. Beim ersten Mal ist es abgewiesen worden und dann hat das noch ein zweites Mal dann hingeschickt. Sehr verkürzt. Und ja, X3, der Systemadministrator, ist mit dem Paket unzufrieden. Insgesamt jetzt die Aufgabe, einmal Funktionstabelle aufzustellen. DNF und KNF für Nachricht wird durchgelassen, zu ermitteln und für die DNF die Schaltung zu machen. Also ganz am Ende sollte also irgendwie so eine hardwaremäßige Geschichte rauskommen. Womit starten wir als erstes? Typ der Aufgaben sollte euch bekannt vorkommen. Logische Verknüpfung. Ja, logische Verknüpfungen sind das, was bei einer DNF und KNF rauskommen sollte. Wenn wir schon den Hinweis haben, wir sollen eine Funktionstabelle machen, dann sollten wir vielleicht dies auch tun, die uns dann über einen gewissen Zwischenschritt, auf den ich dann gleich wieder zurückkommen werde, dabei hilft, zu den DNF und KNF zu kommen. Also Funktionstabelle. Fangen wir vielleicht damit erstmal an. Wie sieht denn so eine Funktionstabelle aus? Funktionstabelle hat irgendwie immer irgendwelche Spaltenüberschriften. Irgendwelche Sachen, die in den Spalten stehen oder vielleicht auch in Zeilen stehen. Wie sieht jetzt hier wahrscheinlich die Funktionstabelle aus?
Okay, genau. Also wir haben richtig, wir haben x0, x1, x2, x3. Das sind unsere Eingänge, so wie wir das auch irgendwie hatten, in manchen ähnlichen Übungsaufgaben. Und dann haben wir dieses Nachricht wird durchgelassen bei Fall A oder B. Deswegen wollte ich es eben eigentlich nochmal anpassen. Erstens oder zweitens. Geht gerade nicht. Im Endeffekt ist das unsere Ausgabe. Na, also wir haben x3, x2, x1, x0. Das sind einmal hier die entsprechenden Spaltenköpfe. Und F für unsere Ausgabe, die 1 immer dann ergibt, wenn entweder der Sender auf der Whitelist steht oder hier B anschlägt oder halt beides. Das ist kein exklusives Oder. Okay, das also erstmal die Spaltenköpfe der Funktionstabelle, Eingänge, Ausgänge oder ein Ausgang. Wie fülle ich die Funktionstabelle weiter? Deine Frage bezieht sich darauf, ob ich alle Zustände aufschreiben muss oder nur die, wenn F entsprechend 1 ist. Das ja, eigentlich ist genau der Weg andersrum, dass du halt einmal alle Zustände aufschreibst. Ich habe das da mal vorbereitet, weil ich sonst immer so lange zum Schreiben brauche. Also wir fangen eben ja an hier mit Belegung 0. Das hier links sind alles Nullen davor, aber damit wir das einmal besser lesen können, habe ich die Nullen, die führenden, weggelassen. 0, 1, 1, 0, 1, 1 und so weiter, bis wir bei 4 mal der 1 sind. Und ja, es gibt natürlich Fälle, wo ich dann manchmal das direkt vielleicht auch ablesen könnte schon und direkt weiß, wann ist F1 und wann nicht. Wenn ich aber eine Funktionstabelle, also wenn ich es direkt weiß, dann könnte ich direkt eine DNF oder eine KNF daraus auch runterschreiben oder zumindest die Vorstufe für DNF und KNF runterschreiben. Aber wenn ich eine Funktionstabelle mache, dann sollte man sie auch vollständig machen. Also tatsächlich auch da, wo 0 ist, 0 hin und da, wo 1 ist, 1 hin. Aber das ist genau der nächste Punkt, den wir natürlich jetzt machen müssten. Das Ganze ausfüllen. Und ich würde sagen, wir nehmen uns einfach mal ein paar spannende Beispiele und gucken mal, wie das ist. Erstmal was Einfaches. Nehmen wir was Einfaches. Und zwar hier. x0 gleich 1. Was wäre die Ausgabe? Okay, genau. Also die Be Bedingung, die unter A aufgezählt ist, der Sender, der auf der Whitelist steht, auf der Whitelist, ist erfüllt hier. Und deswegen ist die Ausgabe 1. Dann nehmen wir mal hier x1 gleich 1, x0 gleich 1. Was ist hier der Ausgang? Also Szenario wäre dann, Sender steht auf der Whitelist und das Antivirusprogramm schlägt an. Genau, also es ist tatsächlich hier auch wieder eins. Wir haben hier zwar, dass das Antivirusprogramm anschlägt und würden vielleicht denken, oh, irgendwie
vielleicht nicht so gut oder so, aber für diesen Fall ist erstmal nichts anderes definiert. Der beiden Bedingungen, die erfüllt ist, ist Bedingung A. Die sind ja nicht unabhängig, also ist kein exklusives oder sonst irgendwas. Sobald mindestens eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, haben wir den Ausgang 1. In dem Fall ist hier die Bedingung A weiterhin erfüllt. Und dass zufällig das Antivirenprogramm anschlägt, naja, gut. Nach der grundsätzlichen Formulierung bleiben wir beim Ausgang 1. Was wäre denn vielleicht noch eine schöne Sache? Nehmen wir mal. Gut, nehmen wir mal das hier. X2 gleich 1, X1 gleich 1, X0 gleich 0. Also Szenario ist anschlagen. Also alles, was hier nicht genannt ist, ist ja auch 0. Das heißt hier, der Sender ist graylisted. Und das Antivirenprogramm schlägt an. Okay, genau, wir gucken uns das an. Sender ist graylisted und das Antivirenprogramm schlägt an. Bedingung A sagt nur was über whitelisted aus. Das fällt also raus. Bedingung B, aha, wenn der Sender graylisted ist und das Antivirusprogramm nicht anschlägt. In unserem Fall schlägt es aber an, das heißt, wir kriegen nicht den Ausgang 1, sondern wir kriegen den Ausgang 0 hier raus. So. Im Endeffekt kann man sich das Ganze natürlich ein bisschen vereinfachen und kann schnell gucken, dadurch, dass wir die sich überschneiden dürfen, überall, wo der Sender auf der Whitelist steht, ne, können wir dann halt auch sagen, da ist auf jeden Fall der Ausgang 1, ganz egal, was mit der Bedingung B ist. Sender whitelist ist x0. Das heißt, überall, wo x0 den Wert 1 hat, kommt auf jeden Fall 1 raus. Ja, zu deiner Frage komme ich gleich. Ich muss einmal gerade kurz gucken. So, jetzt kommt ja die schöne Frage, kann ich hier x3 nicht sowieso ignorieren? Ja, richtig, erwischt. An der Stelle ist es so, weder Bedingung A noch Bedingung B sagt irgendwas aus oder benutzt irgendwas, was auf x3 beruht. Also von wegen, der Systemadministrator ist unzufrieden mit dem Paket. Das ist zwar irgendwie Eingang, wenn auch vielleicht eher mehr mentaler Eingang, den dieses Programm haben kann. Aber nur weil ein Systemadministrator mit dem Paket unzufrieden ist, heißt es nicht gleich, dass wir hier irgendwelche Nachrichten nicht durchlassen. Sondern ja, es hängt nur ab von X0, X1 und X2. Und das werden wir dann natürlich auch gleich sehen, wenn wir die KNF und die DNF machen. Der Vollständigkeit halber müssen wir es aber natürlich trotzdem aufnehmen, dass wir dadurch das natürlich zeigen können. Es ist für uns aber gut, dass wir es erkennen, denn wir können auf die Art und Weise darauf achten, falls irgendwie was passiert oder irgendwelche Werte kommen, wo wir plötzlich X3 drin haben, dann haben wir da schon den Sanity-Check, also den Plausibilitätsprüfungscheck drin, dass das irgendwie nicht sein könnte. Also insofern, genau, X3 ist vollkommen irrelevant. Wichtig sind nur X0, X1, X2 für die Ausgabe. Und genau, überall, wo Sender auf Whitelist ist, haben wir 1. Und ansonsten überall, wo der Sender graylisted ist und das Antivirusprogramm nicht anschlägt. Das heißt, wir gucken, graylisted ist X2, also überall, wo X2 den Wert 1 hat. Und Antivirusprogramm X1 den Wert 0. Also X2 den Wert 1, X1 den Wert 0. Das wäre hier. Dann sollte hier auch noch eine 1 sein. Das andere. Hier müssten wir noch eine 1 haben. Und das dürfte es an der Stelle schon gewesen sein. Und den Rest können wir dann mit
Nullen auffüllen. Also insofern, wenn es eine derartige Textaufgabe geben sollte, guckt sehr genau, was sind die Bedingungen. In der Regel, wenn die beschrieben sind, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, wie irgendwie der Wert 1 kommen kann, dann halt eben schauen, es muss nur eine der Bedingungen erfüllt sein für den Ausgang in der Regel, außer es ist explizit anders beschrieben. Sollte mich aber wundern. Beliebte Sache ist auch, dass man, keine Ahnung, mehrere Gewichte hat oder mehrere Motoren oder so. Und dann heißt es irgendwie, ich habe hier irgendwie Gewicht 4, 3, 2, 1, je nachdem, welche ich nutze. Und dann ist mein Ausgang F irgendwie alles für, keine Ahnung, Gewicht größer 5 oder so hat dann den Wert 1. Und dann würde man hier auch einfach nur gucken. Das gilt dann halt, ne, wenn ich hier irgendwie 4 und 1 und das zwischen 0 wäre, das wäre halt 0, weil das ist noch gleich 5. Und wenn ich quasi so eine Belegung hätte mit 4 und 2, dann hätte ich 6, dann wäre das halt eben der Wert 1. Also sowas vom Typ her kommt auch gerne häufiger mal vor. Wir bleiben aber erstmal jetzt hier bei unserem E-Mail-Programm. Insofern nehme ich das einmal da oben wieder weg. Wir haben jetzt eine Funktionstabelle. Was können wir jetzt als nächsten Schritt machen mit unserer Funktionstabelle und den Werten, die wir da so schön eingetragen haben? Was haben wir denn in den Hausaufgaben gemacht, als wir Funktionstabellen aufgestellt hatten und dann irgendwie zu KNF und DNF kommen sollten? Haben wir so ganz hübsche Sachen gemacht. Richtig, wir haben KV-Diagramme gemacht. Wie sieht denn so ein Standard-KV-Diagramm für vier Variablen aus? Also ja, ich weiß, die eine Variable ist hier nicht relevant und so. Wir schleifen sie trotzdem mit, weil wir das natürlich noch nicht wissen. Hätte ja auch anders sein können. Standard-KV-Diagramm für vier Variablen. Okay, genau. Wir teilen das auf, x0 und x1 auf einen Hälfte, x2 und x3 auf der anderen. In der Regel schreiben wir die Variablen allerdings rückwärts, also x3, x2, x1, x0 auf. Und jetzt muss ich gerade einmal gucken, dass ich dem Ganzen, dass ich einmal dem Ganzen hier beibringe. Dass man hier ein bisschen Platz wieder lässt. So. Okay, also KV-Diagramm. Wir Jetzt sieht man was. So, das war diese 4x4 Matrix. Vier Zeilen, vier Spalten. Naja, nicht schön, aber selten. Wir haben Beschriftung, einmal eben unser x3 und x2. Und unser x1 und x0.
Die Frage, wofür KV-Diagramm steht. Eukanophage. Ja, jetzt will ich ja nichts Falsches sagen. Ja, Kano falsch, etwas spannend geschrieben. Also der Name hängt von den Herren ab, die das entwickelt haben. Habe das jetzt einmal hier nochmal reingeschrieben, wie das Ganze geschrieben wird. Kano falsch. Eigentlich sagen alle KV-Diagramm, weil beim anderen muss man immer überlegen, wie wird es denn jetzt genau ausgesprochen. So, aber wir waren hier dabei bei der Beschriftung des Ganzen, also x3, x2, unsere Variablenbelegung. Wenn ich mir jetzt hier für die einzelnen Spalten die Belegung anschaue, wie beschrifte ich denn da jetzt die Spalten? Wie waren da die Spaltenbelegungen? Okay, gut. Also es ist eine binäre Belegung, soweit richtig, aber wir müssen aufpassen an einer Stelle. Denn wir fangen an 0, 0, 0, 1, dann kommt 1, 1, 1, 0. Wir erinnern uns an letzte Woche, wir hatten da irgendwie einschrittig zyklische Codes. Das ist hier auch so ein bisschen das Ding beim KV-Diagramm. Muss man sich auch gar nicht so wundern mit dem Zyklus, weil man ja auch irgendwie hier über das eine Ende wieder nach vorne gehen darf. Also insofern ist es auch sinnvoll, dass wir irgendwie hier so einen einschrittigen Zyklus haben. So, insofern also aufpassen, dritte Spalte ist dann 1, 1. Das gleiche gilt dann natürlich auch für die Zeilen. Auch da einmal 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. So, und jetzt haben wir entsprechend da unsere Beschriftung. Wir können also gucken. Ich habe hier x3, x2 meine Werte, also beispielsweise x3 den Wert 1, x2 den Wert 0. Und ich kann hier gucken, x1 beispielsweise den Wert 0, x0 den Wert 1. Und dann wäre ich hier unten bei diesem Feld und könnte aus meiner Funktionstabelle ablesen, was für ein Wert das dann wäre. Was wäre das dann nämlich? Also genau dieses eine Kästchen hier unten. Genau, das hat den Wert 1. Ich bin nämlich hier unten gelandet. X3 den Wert 1, X2 den Wert 0, X1 den Wert 0 und X0 den Wert 1. Und so kann ich dann halt eben auch mit anderen weitergehen. Ich kann hier gucken. Und dadurch, dass ich die Variablenbelegung in der gleichen Reihenfolge aufgeschrieben habe, wie in meiner Funktionstabelle, kann ich das auch relativ schnell ablesen, weil ich sehe dann hier, okay, 0, 1 sind die ersten beiden, 1, 1 die letzten beiden und 0, 1, 1, 1 heißt für mich, ich bin also hier unten 0, 1, 1, 1 und lese hier dann auch irgendwie die 1 ab. Ich meine, Zufall, dass es auch die 1 ist. Okay, vielleicht einmal nochmal einen kurz zum Testen. Nehmen wir mal den hier, das Feld. Welcher Wert muss hier rein? Zweite Spalte, dritte Zeile. Genau, das ist auch die 1, also 1, 1, 0, 1, das ist der hier. Und so würden wir das KV-Diagramm weiter ausfüllen. Das mache ich jetzt einmal für euch den Rest schnell, weil wir wollen uns ja noch andere Themen angucken. So, meine Bitte aus der Erfahrung ist nur, hier drauf zu achten, wenn ihr von der Funktionstabelle in ein KV-Diagramm übertragt. Da kann man sehr leicht Flüchtigkeitsfehler machen und danach dann entsprechend ja auch KNF, DNF und gegebenenfalls eine Schaltung drauf basieren. Es ist dann sehr ärgerlich, wenn man hier Punkte verliert. Also insofern da einmal in Ruhe gucken, dass man das richtig überträgt.
Gut, wir haben unser KV-Diagramm, das ist gut. Jetzt wollten, eigentlich haben wir das ja auch nur als Zwischenschritt gemacht, ne? Wo wollten wir eigentlich hin? Wir wollten eine DNF und KNF machen. Also fangen wir einmal mit DNF an. Was muss ich jetzt machen, um an die DNF zu kommen? Genau, also für die DNF, die disjunktive Normalform, muss ich Schleifen um Einsen machen. Habt ihr Vorschläge für Einserschleifen, die ich hier machen kann? Okay, ja, ich kann die mittleren Spalten nehmen. Das geht ganz gut. Damit habe ich relativ viele Einsen hier schon mal eingekreist. Was kann ich noch machen? Habe ja hier irgendwie noch so Einsen, die offen sind. Genau, ein Quadrat ist das Optimum hier. Warum ein Quadrat? Warum nicht größer oder kleiner? Also ich hätte ja auch andere Optionen gehabt, ne? Ich hätte jetzt irgendwie hier nur links haben können oder irgendwie auch vielleicht hier denken können, oh, da sind ja noch mehr Einsen. Genau, wir wollen die größtmögliche Schleife haben. Nur die zwei Einsen links, das wäre nicht größtmöglich, weil 4 ist größer als 2. Aber ich muss eben darauf achten, auch das richtig, die Schleifen dürfen nur irgendwie in Zweierpotenzen sein. 4 ist eine Zweierpotenz, das heißt, das ist gut. 6 wäre keine Zweierpotenz, das darf ich also nicht machen. 8, die große rote Schleife hier, das ist natürlich wieder eine Zweierpotenz, deswegen durfte ich die auch machen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir doch auch mal unsere DNF dann aufschreiben. Also wir haben alle Einsen haben wir jetzt in größtmöglichen Schleifen drin. Und fangen wir vielleicht wieder erstmal mit dem Großen an, die große rote Schleife. Welcher Wert steckt denn dahinter, wenn ich da jetzt DNF entsprechend meine logischen Verknüpfungen machen will? Genau, das ist einfach nur der Wert x0. Warum ist das x0? Na, wir erinnern uns, ich gucke überall bei meinen Variablenbelegungen, ist das immer die gleiche Variablenbelegung oder kommen alle beiden Varianten von Belegungen darin vor? Und immer wenn beide Varianten drin vorkommen, von der Variablenbelegung, dann fällt die Variable weg. So, wir schauen uns das hier an. x3 ist hier mit dem Wert 0 in der Schleife und mit dem Wert 1, das heißt, das fällt weg. x2 ist auch mit den Werten 0 und 1 in der Schleife, fällt auch weg. x1 ist mit dem Wert 0 und 1 in der Schleife und fällt weg. Bleibt nur noch x0, was mit dem Wert 1 in der Schleife hier drin vorkommt. Dadurch also x0. Gut, die zweite Schleife, die blaue kleine quadratische Schleife. Was steckt hier für ein Wahrheitswert hinter?
Okay, ja, das ist x2, nicht x1. Gucken uns das nochmal an. x3 ist weggefallen, weil ich es mit 0 und 1 hier drin habe. x2 ist mit dem Wert 1 drin, bleibt also als x2. x1 ist mit dem Wert 0 drin, also quasi negiert muss ich das Ganze machen, damit ich es hier drin habe. Deswegen nicht x1 und x0 ist mit den Werten 0 und 1 drin und fällt deswegen weg. Jetzt habe ich beide Schleifen hier hingeschrieben. Wie ist die Verknüpfung zwischen den Schleifen? Genau, das V, das Oder. Denn wir haben ja die disjunktive Normalform, das heißt, auf oberster Ebene habe ich Oder-Verknüpfung. Und meine Terme selber, meine Schleifen, das haben wir hier auch schon mit dem x2, nicht x1, die sind unverknüpft an der Stelle. Ja, im Endeffekt war es das auch schon für die DNF. Wir haben alle Schleifen genommen, wir haben es uns aufgeschrieben. Ist relativ kurz geworden. Wir sehen auch das, was wir vorhin schon festgestellt haben. X3 taucht nicht mehr auf in der DNF, weil es einfach komplett irrelevant für die Ausgabe ist. Gut, dann hatten wir, genau, jetzt hatten wir hier die DNF. Das andere, was wir haben, war die KNF. Also die konjunktive Normalform. Auch hier müssen wir ja Schleifen bilden, aber was müssen wir hier beachten, wenn wir die KNF machen? Genau, also in dem Fall bei der KNF machen wir Schleifen um Nullen. Der wichtige Unterschied oder einer der beiden wichtigen Unterschiede zur DNF. Und in diesem speziellen KV-Diagramm, wie wir es jetzt mit dieser Belegung vor uns haben, sollten wir daran denken, dass das KV-Diagramm zyklisch ist. Also wenn wir rechts rausgehen, kommen wir links wieder rein. Wenn wir oben rausgehen, kommen wir unten wieder rein und jeweils umgekehrt. Hat jemand von euch einen Vorschlag, wie wir eine Schleife machen können? Was für eine Nullerschleife könnte ich jetzt machen? Okay, genau. Also ich habe zwei Sachen. Ich habe die rechte Spalte und ich habe die vier Ecken. Genau, das eine, die rechte Spalte sind genau vier, genau alle. Die kann ich einmal nehmen und da eine schöne Schleife drum setzen. Und das zweite, was ich habe, hier sind nochmal zwei Nullen, die erstmal auf den ersten Blick relativ allein in der Gegend rumstehen, aber durch die Sache mit dem Zyklus kann ich die miteinander verbinden. Denn die sind die hier nach unten, komme ich hier oben raus, die sind miteinander verbunden. Und wenn ich dann noch dran denke, dass der Zyklus auch nach links gilt und ich überlappend das Ganze machen darf, dann kann ich wunderbar alle vier Ecken nehmen. Und damit eine Viererschleife über die Ecken erzeugen. Gut, auch hier fangen wir vielleicht mit dem etwas einfacher ablesbaren an, mit der rechten Spalte. Wie würde dort der Wert für meine KNF aussehen?
Okay, ihr seid schon einen Schritt weiter oder ihr seid schon fast so weit. Jetzt müssen wir einmal gucken. Da ist X1 drin, da ist X0 drin, soweit richtig. Worauf muss ich jetzt achten, wenn ich meine KNF aufschreibe? Also das eine ist schon mal, das habt ihr auch schon richtig gemacht. Dass in dem Fall meine Oder-Verknüpfung in dem Term ist. Aber es gibt noch eine Sache, auf die wir achten müssen. Über welche der beiden Variablen muss ich jetzt die Negation setzen? Genau, wir gucken, also warum hatten wir hier überhaupt x1, x0? Naja gut, x3, x2, das war hier alles beides drin. Und wenn wir uns die Spalte angucken, hier haben wir die Beschriftung x1, 1 und x0, 0. Dann haben wir aber hier den Wert 0 und wir müssen das einmal invertieren, damit entsprechend bei der Belegung nicht der Wert 1 rauskommt, sondern 0. Das heißt, wir nehmen die Spalten- oder Zeilenbelegung jeweils eben invertiert bei der KNF. Das heißt, wenn jetzt hier x1 den Wert 1 hatte, dann machen wir hier nicht x1. Und wenn x0 den Wert 0 hatte, dann machen wir x0. Okay, und die zweite Schleife war dann hier, da hatten wir x2 und x0 über. Auch da gucken wir einmal kurz. So, x3 war hier mit beiden. x2 hatte den Wert 0, das heißt jetzt 1, das bleibt. Und x1 ist rausgefallen, weil 0 und 1. Habe ich eben x2 gesagt? Ja, gut. Also x2 hatte hier den Wert 0, x0 hat auch den Wert 0. Das heißt, in beiden Fällen nehmen wir die Invertierung x2 und x0. Haben damit unseren zweiten Term für die Schleife hier außen als x2 oder x0. Das Ganze muss natürlich noch verbunden werden bei der konjunktiven Normalform mit einem mit einem Und zwischen den beiden. Genau, wir könnten es hier auch weglassen, weil es dann das implizite Und wäre. Ist aber schöner, wenn wir es schreiben, dann haben wir ganz klar deutlich gemacht, dass es das ist und bewusst das gesetzt haben. Also bei der DNF direkt ablesen aus dem KV-Diagramm. Da wo 0 ist, ist es dann negiert. Wo 1 ist, ist es die Variable. Und bei der KNF eben genau das Umgekehrte. Da, wo bei der KNF 1 ist, da kommt die Negation hin und wo es bei der KNF 0 ist, da kommt dann die Variable an sich rein. Zu der Frage, ob das dann im Zweifel als Folgefehler zählt oder ob ein falsches KV-Diagramm dann auch komplett falsche KNF-DNF gibt, weiß ich tatsächlich nicht. Also kann ich dir nicht sagen, wie das in einer Klausur bewertet wird. Da ich diesen Teil nie bewertet habe, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal andere Klausurteile bewertet, weiß ich nicht, wo da Punkte gegeben oder abgezogen werden. Deswegen achtet möglichst darauf, möglichst sauber zu arbeiten. An sich ist, wenn man erstmal die richtige Funktionstabelle hat, also wenn man die Textaufgabe einmal verstanden und in eine Funktionstabelle übertragen hat, sind die nächsten Schritte erstmal sehr genaues Arbeiten, aber tatsächlich einfach nach Anleitung genaues Arbeiten. Funktionstabelle aufstellen, übertragen in KV-Diagramm, Schleifen machen und das Ganze rausschreiben.
So, okay, wir haben KNF und DNF, aber die Aufgabe sagte noch was anderes, ne? Die Aufgabe sagte Schaltung für DNF. Also, das heißt, wir nehmen unsere DNF, die wir haben, und eine Schaltung wollen wir dazu bauen. Ich mach mal kurz ein bisschen Platz dafür. Okay, also eine Schaltung. DNF sagt x0 oder x2 und nicht x1. Was brauche ich jetzt, wenn ich da eine Schaltung dafür machen will? Was mache ich dann? Okay, Eingänge ist ein guter Punkt. Wir müssen die Eingänge irgendwie uns aufschreiben, dass wir die haben. Diese typischen Hades-Eingänge waren ja so ein bisschen ja, so ein Fähnchen mit einem Kreis da drin. Jetzt kann man sich hier natürlich wieder drüber streiten, brauche ich nur Eingänge für die Variablen, wo ich auch wirklich einen Eingang habe. Ich würde immer explizit alle Variablen aufführen und dann entsprechend den Eingang halt mit nichts verbinden, weil den Eingang habe ich definitiv, dass ich mit dem Wert, der auf dem Eingang reinkommt, nichts macht. Ist dann ja halt mein, wenn nichts mache, ist meine Sache. Gott, und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen schönere Fähnchen malen als ich. Gut, lesbar ist es oder erkennbar. Also, wir haben x0, x1, x2 und x3. Also da bitte auch dran denken, dass ihr eure Eingänge auch beschriftet. Hilft euch und vor allem gehört das auch irgendwie dazu, sonst weiß man nicht, was es ist. Wir haben einen Ausgang. Genau. Den haben wir auf der anderen Seite. Gleiche Fähnchen. Nur die Ausgangsbeschriftung ist dann auf der rechten Seite. Wir hatten, glaube ich, gesagt, F war unser Ausgang. Okay, und dann brauchen wir noch Invertergatter, Inverter und oder Gatter. Ja. Gut, wie sah das Inver der Inverter nochmal aus? Wir erinnern uns. Inverter war hier so ein Dreieck mit einer Spitze. Ein Kreis da dran. Dreieck plus Kreis. Und ein Odergatter. Welches war jetzt das Odergatter? Wie sah das denn aus? Okay, das finde ich sehr schön dargestellt. Ja, vielen Dank. Genau, das Odergatter ist so hinten so ein bisschen gebogen und hat irgendwie so was Pfeilspitzenähnliches. Ja, nicht schön, aber selten. Okay. Ja, ich habe Eingänge, Ausgänge, ich habe einen Inverter, ich habe einen Odergatter. Und nun?
Okay, so ein D sollte ich vielleicht auch noch machen. Was war denn das D? Ja, das war das And. Das brauchen wir vielleicht auch noch. Das And, das kommt ja hier drin vor, ne? Unser X2 und nicht X1. Das sehen wir nicht direkt, aber das brauchen wir genauso. Okay. Jetzt haben wir so langsam alle Gatter. Jetzt müssen wir noch ein bisschen gucken, dass wir sie noch richtig verbinden. Und dann gucken wir, was haben wir hier? Unser X0, das geht direkt rein in dieses Hauptoder hier hinten. Das heißt, das ziehen wir hier durch. Unser X2 ist erstmal hier noch mit dem Nicht-X1 gekoppelt. Da müssen wir gucken, brauchen wir erstmal Nicht-X1. Nicht-X1. Wir verbinden unser X1. Also gerade kann man gerade noch als gerade definieren, mit dem Inverter. Und dann der Ausgang aus dem Inverter, die Negation von dem X1, wird mit X2 verundet. Gerade hier unten noch so einmal rein. Und dieser zweite Term dann hier geht dann auch in das Hauptoder rein. Ja, Hauptoder sagt schon, das ist irgendwie hier auf der obersten Ebene. Das Ganze geht dann in den Ausgang. Okay, also denkt dran, das möglichst sauber zu zeichnen. Also nach Möglichkeit, ne, Linien sind verbunden. Wenn ich jetzt, ich weiß, dass es schwierig ist, aber wenn ich jetzt halt irgendwie hier sowas male, dann ist das eigentlich nicht verbunden. Da gehört die Leitung schon direkt an das Gatter ran, dass man ein bisschen abrutscht. Naja, gut, das kann per Hand auch passieren. Außerdem möglichst gerade Leitung, dann muss man eventuell halt 90 Grad Knicke machen. Sowas ist eigentlich nicht gern gesehen, weil man eben Schaltpläne schön aufgeräumt haben will. Führt wahrscheinlich zu Punktabzug, also gewöhnt es euch an, macht es dann eben schön richtig mit rechteckigen Leitungen. Und bei der Gelegenheit nochmal die. Nee, das brauchen wir an der Stelle nicht. Das machen wir gleich. Das haben wir gleich nochmal. Genau, erstmal das hier ist unsere Schaltung. X3 hier ist halt nicht verbunden, weil wir den Eingang eben auch nicht brauchen. Gut, das aber eben dann die kleine hübsche Schaltung. Und was wir ja auch bei diesen Aufgaben hatten, wo wir irgendwie uns Schaltungen und überlegen sollten oder überlegen sollten, wie vielleicht irgendein Automat oder irgendwas funktioniert. Na, wir denken irgendwie mal zurück an die Bahnschranke, die ich da gemacht hatte mit euch. Gibt es da noch den Punkt? Jetzt muss ich schauen. Ich glaube, der war das. Genau. Zustandsdiagramme. Zustandsdiagramme, die auf verschiedene Art und Weise eben aussehen können. Und das ist jetzt einfach mal ein Ausschnitt aus einem Zustandsdiagramm. Könnt ihr mir sagen, von was für einem Typ Zustandsdiagramm das ist? Da gab es ja zwei verschiedene Arten. Welcher Typ ist das hier? Okay, genau, das ist Mealy. Muss man ein bisschen aufpassen, mal, wie man das Ganze schreibt. Ich glaube, das war mit EA. Gut, woran haben wir erkannt, dass das Ganze vom Typ Mealy ist? Ja, genau, die Zustände. Nein, was heißt die Zustände? Nicht die Zustände, ist was anderes am Pfeil. Also es gibt Dinge, die am Pfeil sind. Reden alle, meinen allerdings jetzt nicht die Zustände, sondern die Ausgänge. Ne? Das Y, 0, Y1, was in der Regel die Ausgänge meistens ja sind, irgendwie. Das befindet sich an den Pfeilen. Wir haben hier irgendwie in unserem Zustand haben wir nur so eine normale Zustandskodierung. Mehr nicht. Wie müsste ich das Ganze jetzt ändern, damit ich das vom Typ Moore habe?
Okay, ja, die Ausgänge in den Zustand schieben. Genau, dann gucken wir mal. Also, wenn ich das Ganze vom Typ Moore machen will, ich hätte meinen Zustand, der würde weiterhin Z0 heißen, der würde die Zustandskodierung 00 weiterhin behalten. Und dann habe ich hier einmal eine rekursive Schleife. Nämlich bei dem Nicht-X1 geht das dann wieder in den Zustand selber zurück. Und bei X1, also Variablenbelegung X1, gehe ich in einen anderen Zustand. Aber die Ausgänge, die ich hier rangeschrieben habe, die würde ich dann in den Zustand schreiben. Meistens trennt man das dann irgendwie so ein bisschen auch ab. Und ich habe hier meine Ausgänge Y0 und Y1. So, wo muss ich denn jetzt gucken? Wo finde ich denn genau jetzt hier oben, welche Wertebelegung ich für Y0 und Y1 hier unten eintragen muss? Ich habe ja hier unterschiedliche Werte. Hier steht mal irgendwas von. Nee, habe ich unterschiedliche Werte? Ich habe gar nicht unterschiedliche Werte. Okay, ich ziehe die Frage zurück. Ich habe gar keine unterschiedlichen Werte. Ach, wenn man nicht aufpasst. Im Endeffekt wollte ich halt darauf hinaus, dadurch, dass wir hier sehen, das ist ein Folgezustand, der quasi wieder in den gleichen Zustand geht, wo ich jetzt bin. Und der dabei dann auch die entsprechenden Ausgangsbelegungen Y0 gleich 1 und Y1 gleich 0 hat. Das sind dann also die, die mein Folgezustand hätte und oder die ich beim Übergang in den Folgezustand hätte. Und da ich dann wieder in mir selber lande, ist das der Wert, den ich brauche. Das, was ich hier hinten habe, wäre dann entsprechend ein Wert, den ich vielleicht bei einem Zustand Z1 oder sowas hätte. Gut. Wir sehen damit, wir können Moore in Mili, nein, Mili in Moore überführen. Wir können auch Moore umgekehrt natürlich in Mili überführen. Moore in Mili ist meistens etwas einfacher, weil man dann vielleicht Zustände hinzufügt. Mili in Moore muss man immer ein bisschen gucken. Hier sind die Sachen natürlich so, dass es relativ einfach ist. Für Übungsaufgaben eh in der Regel, dass man guckt, dass das schnell irgendwie noch machbar ist oder selbst auch für eine Klausuraufgabe, dass man das Konzept verstanden haben muss, aber dass man halt nicht irgendwie dreimal nachdenken muss, wie das Ganze dann geht. Okay, so, genau, das war Moore. Schreiben wir dann auch nochmal kurz dazu. Okay, was hatten wir noch an Themen im Zusammenhang mit Zustandsdiagrammen? Da gab es noch das, dass es hier Fragen gab zu Delta- und Lambda-Funktionen. Könnt ihr damit noch was anfangen? Was ist die Delta-Funktion? Was ist die Lambda-Funktion? Naja, muss mal überlegen. Es gab irgendwie, gab ja noch zwei andere Namen dafür. Delta und Lambda-Funktion. Delta und Lambda ist ja schon etwas sehr gemein abgekürzt. Welchen Namen gab es denn dann noch? Das eine war, ja, Übergangsfunktion. Genau. Das eine war Übergangsfunktion. Das andere war die Ausgangsfunktion. Das ist natürlich wieder die Frage, was ist welches?
Okay, genau. Lambda ist die Ausgangsfunktion. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, irgendwie, als wir das Thema, oder als wir das Thema das letzte Mal hatten, hatte ich ja irgendwie gesagt, ne, so hier Delta-Übergangsfunktion, weil Delta Unterschied zwischen zwei Sachen, daran kann man sich's merken. Man kann natürlich auch andere blöde Merkhilfe. Lambda, wenn ich das umdrehe, sieht das fast aus wie Y und Y ist in der Regel unser Ausgang. Ja, und wie gesagt, wenn ihr weitere dumme Merksprüche, Ideen, Eselsbrücken habt, nicht nur für Delta und Lambda, sondern auch für alles mögliche andere, teilt das gern mit euren Mitstudierenden im Moodle, damit jeder da irgendwie weiter, ja, das besser verstehen und sich merken kann. Gut. Das heißt, Delta interessiert mich eigentlich hier, wie ist das mit dem Folgezustand? Folgezustand meistens ja auch mit Z+ beschrieben. Und mein Lambda, da geht es um meinen Ausgang. Okay, wenn ich jetzt in diesem kleinen Beispiel die Delta-Funktion habe, was müsste ich denn, wenn ich jetzt hier eine Funktionstabelle zur Delta-Funktion machen würde, was müsste ich denn da in meine Spaltenüberschriften reinschreiben für die Delta-Funktion? Wir erinnern uns dran, Delta geht Zustandsübergänge bzw. geht um den Folgezustand, den wir damit rauskriegen wollen. Okay, wir brauchen dafür, genau, wir müssen unseren aktuellen Zustand wissen, der in der Regel irgendwie kodiert ist. Wir haben hier irgendwie eine Zweier-Kodierung. Gehen wir mal davon aus, dass wir also ein Z1 und ein Z0 haben, womit unser Zustand kodiert ist. Wir haben ja, Eingabevektor, also wir haben irgendwie einen Eingang. Unser Eingang ist hier x1, das einzige, was wir haben. Und abhängig von dem aktuellen Zustand und dem Eingang, in dem Fall halt entweder zum Beispiel nicht x1 oder x1, abhängig von unserem aktuellen Zustand und dem Eingang können wir dann entscheiden, wie die Kodierung unseres Folgezustands aussieht, also z1 plus z0 plus. Das Ganze müssten wir natürlich dann entsprechend für alle möglichen Eingangsbelege, also für alle Variablenbelegungen durchspielen, basierend auf unseren Zuständen, welche wir haben in der Kodierung und unseren Eingangsvariablen. Gut, das ist für die Delta-Funktion. Das ist auch bei Mealy und Moore das Gleiche. Auch hier, wenn ich bei Moore bin, da habe ich einen Zustand, da habe ich irgendwie einen Eingang. Und abhängig davon gehe ich dann halt in irgendeinen Folgezustand. So weit, so gut. So, jetzt die Ausgangsfunktion, Lambda. Gucken uns erstmal hier oben das an. Das erste, was wir hatten, hier Mealy. Was brauche ich denn, um meine Ausgangsfunktion hier aufzuschreiben? Und ich würde es gern etwas konkreter haben, also so konkret, wie ihr das gerade mit den Beispielwerten auch einmal aufschreiben könnt. Was genau brauche ich hier als Spaltenköpfe für Mili? Ich hab da jetzt nicht euch mich mit verschreckt, dass ich sage, ich will es ge etwas genauer haben. Wie gesagt, wir sind bei der bei der Ausgangsfunktion. Vielleicht erstmal das Einfachere. Was habe ich denn? Ja, okay. Doch noch ein Versuch. Dankeschön. Genau, ich habe meinen aktuellen Zustand. Z1, Z0.
Das ist meine Zustandskodierung. Und damit ich weiß, welchen Ausgang ich habe, muss ich auch noch wissen, wie mein Eingang belegt ist. Das heißt, mein X1 kommt da auch mit rein. Das sind also die drei Spalten auf der linken Seite, auf der Eingangsseite quasi und auf der rechten Seite meine Ausgangswerte Y1, Y0. Genau, das ist das, was ich bei Mili brauche. Also bei Mili hängt ja der Zustand immer da, nein, bei Mili hängt die Ausgabe davon ab, in welchem Zustand ich bin und wie mein Eingang gerade aussieht. Wenn ich mir das Ganze für Moore angucke, ist das natürlich ein bisschen kürzer. Wir sehen ja hier an der Stelle meine Ausgabe ist direkt im Zustand mit drin festgelegt und ich muss für Moore tatsächlich nur wissen, in welchem Zustand befinde ich mich gerade, wie ist dessen Codierung, also Z1, Z0. Und daraus kann ich dann meine Ausgangsbelegung ablesen. Das heißt, für Moore würde ich eine Wahrheitstabelle aufstellen, wo ich nur Z1, Z0, Y1, Y0 habe, um meine Ausgangsfunktion Lambda zu bekommen. Ich habe gerade den ganz am Anfang da, für deinen. Ja. Ja, genau, jetzt habe ich die Frage verstanden. Also hier ist in dem Fall ein rekursiver Pfeil. Dieser hätte natürlich auch, statt dass er da irgendwo hingeht, hätte er in den genau gleichen Folgezustand gehen können. Könnte aber mit der entgegengesetzten Eingangsbelegung zum Beispiel eine andere Ausgangsbelegung erzeugen. Das war der Fall, den du, glaube ich, gerade beschreiben wolltest, ne? So, ne? Also könnte halt sein, dass dann in dem Fall hier beide Y-Werte den Wert 1 haben beim Ausgang. Und dann würde es hier links das nicht geben. Also klar, und wir würden in beiden Fällen im Folgezustand landen. Das hängt davon ab, wie der Automat aufgebaut ist. Ich muss jetzt trotzdem einmal weg, weil damit. Beziehungsweise eigentlich. Nein. Ach, das ist ein guter Punkt, um eine Folgefrage zu stellen. Angenommen. Ich habe diese. Angenommen, ich habe diese ganze Belegung. Spannend, das hat er sich nicht gemerkt. Y. Muss ich das hier noch einmal reinschreiben? Angenommen, ich habe das Zustandsdiagramm von Mili hier oben genauso, wie es ist. Also den Fall hier, den Fall hier, den Fall hier. Was ist dieses obere Zustandsdiagramm dann auf jeden Fall nicht? Was ist es nicht? Wenn ich mir den Zustand Z0 angucke, es gibt etwas, was dieser kleine Automat hier, wenn ich so will, was der nicht ist. Es gab nämlich so zwei Begriffe, die wir auch hatten im Zusammenhang mit Zustandsdiagramm. Und durch das, was wir gerade ergänzt haben, ist das obere eine Sache nämlich nicht mehr. Genau, es ist nicht mehr widerspruchsfrei. Also widerspruchsfrei hieß ja, dass in jedem Zustand mit jeder Eingangsbelegung auch genau nur, also es ist auch, nein, ist maximal eine Kante aktiv. Und jetzt ist es so, dass wir hier in dem Zustand unter der Eingangsbelegung nicht X1 zwei Ausgangskanten hätten, die beide aktiv sein könnten. Es würde zufällig vom Automaten gewählt, welche der beiden Kanten schaltet. Und damit ist das Ganze nicht mehr widerspruchsfrei. In dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal das andere. Das andere war ja die Vollständigkeit. Das hieß ja, dass es für jeden Zustand in jeder Eingangsbelegung immer mindestens eine Kante gibt, die schaltet.
Das haben wir hier erfüllt, denn wir haben sowohl für die Eingangsbelegung X1 als auch die Eingangsbelegung nicht X1 immer eine Ausgangskante. Wenn die obere hier aus welchem Grund auch immer nur bei nicht X1 schalten würde, dann hätten wir jetzt keine Ausgangskante mehr für Eingangsbelegung X1. Dann wäre es auch nicht mehr vollständig. Das aber nur am Rande. Gut, dann können wir weitergehen. Muss ich gerade mal gucken. Genau, das Thema hatten wir als nächstes. Wir hatten eben ja schon mal schöne Schaltung gemacht und jetzt haben wir einmal eine Schaltung vorgegeben. Also eine hübsche Schaltung, hat Eingänge A und B, hat so ein paar Schaltgatter da drin. Und dann ist am Ende irgendwo hier so ein Ausgang Y. Hier vorne ist dann irgendwo unser. Hier ist unser Zeitpunkt 0. Markiere den mal kurz, weil hier wieder irgendwie ein bisschen was weg ist. Das ist quasi unser Zeitpunkt 0. Vor dem Zeitpunkt 0 wissen wir nichts, wie irgendwelche Werte aussehen. Und insofern, ja, sollen wir quasi einmal gucken, was am Ende der Schaltung über die Zeit an Ausgang rauskommt. Dafür gehen wir schrittweise vor. Hier netterweise vorgegeben. Wenn es nicht vorgegeben wäre, in welcher Reihenfolge wir uns da vielleicht Dinge angucken oder welche Schaltgatter oder Bereiche wir uns angucken, dann würden wir halt von den Eingängen aus vorgehen und schauen, okay, wo landen wir? A, B, haben wir hier zuerst so einen Inverter. Gucken wir uns den vielleicht als erstes an, da ist nicht irgendwie eine Abhängigkeit zu was anderem. A, haben wir hier so ein Und mit einem. Mit einem Not da dran, also ein NAND. Da kommt aber auch noch der Ausgang aus dem Inverter rein. Also müssen wir irgendwie erstmal uns den Inverter angucken, damit wir dann das AND beurteilen können. Und wir hatten bei diesem Impulsdiagramm ja in der Regel eine Verzögerung von einer Zeiteinheit bei den Gattern. Gut, wenn wir uns jetzt also das nicht B angucken. In dem Fall ist nichts vorgegeben, vor dem Zeitpunkt T0. Wie würde ich denn anfangen bei dem Nicht-B? Genau, wir wissen nicht, wie das B vorher war. Deswegen machen wir als erstes hier so ein undefiniert. Kann man irgendwie mit Farbe machen oder hier einfach mit so einem X mal darstellen. Also im ersten Zeitblock ist es undefiniert. Wie sieht das dann im Folgezeitblock aus? Also hier im zweiten. Was kann ich dann über das Nicht-B sagen? Okay, genau. Jetzt weiß ich, im vorigen Takt war das Ganze war B0. Das heißt, die Invertierung davon ist 1. Das Ganze behalte ich drei Takte, 1, 2, 3, weil da drei Takte lang 1 ist. Dann geht B auf den Wert 1 hoch und meine Invertierung natürlich auf das Gegenteil. Ich gehe auf 0 und das bis zum Ende. So, jetzt haben wir als nächstes das NAND. Also wir haben die Verbindung von A, das ist der Direktwert, und nicht B, weil das kommt aus dem Inverter. Und das Ganze ist auch nochmal negiert. Sollten wir uns vielleicht nochmal angucken, was gab es denn eigentlich bei NAND für verschiedene Möglichkeiten? Na gut, vielleicht die allereinfachste Variante. Wir können ein NAND haben von zwei undefinierten Sachen. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Irgendwas, was undefiniert war, mit irgendwas, was undefiniert war und dann noch negiert, das ist auf jeden Fall undefiniert.
spannender wird's, wenn wir uns jetzt weitere Sachen angucken. Also die einfachste Variante sonst wäre, wir haben 0 und 0 das Ganze negiert. Was käme daraus? Null und Null das Ganze negiert. Genau, das wäre der Wert 1, denn 0 und 0 ergibt 0, 0 negiert ergibt 1. Wir können das Ganze natürlich auch Spielchen spielen mit 1 und 1 negiert. Das ist dann natürlich das Gegenteil. Da 1 und 1, dann kommt 1 raus, negiert das Ganze ist 0. Spannender jetzt also wieder, wie ist das, wenn wir Mischform haben? 0 und 1 negiert. Egal, ob jetzt die 1 vorne oder hinten ist. Okay, 0 und 1 negiert. Wir müssen einmal drüber nachdenken. Also 0 und 1 ergibt 0. Das Ganze negiert, ergibt den Wert 1. Also 0 und 1 negiert oder 1 und 0 negiert. 0 und 1, das ist ja immer drauf aufpassen, ist ein und, kein oder. Nur wenn beides wahr ist, kriegen wir auch eine 1 raus. Und dann halt durch die Negation das entsprechende Umgekehrte, also 0 negiert, dann am Ende hier wird zu 1. Und hier hatten wir schon mal was mit undefiniert. Gucken wir uns also gleich nochmal an, wie kann das sein, wenn wir undefinierte Sachen haben. Wir können zum Beispiel haben 0 und undefiniert negiert. Was kommt daraus am Ende? Was können wir darüber sagen? 0 und undefiniert. Lasst euch nicht in die Irre führen. Genau, wir wissen, bei 0 und irgendwas, es ist egal, was das undefiniert ist. Wenn eine Seite von beiden nur 0 ist, dann kann das Ganze ja nicht mehr wahr werden. Das heißt, 0 und irgendwas, egal ob 0 oder 1, auf der anderen Seite, 0 und irgendwas ergibt immer den Wert 0. Das Ganze wird negiert, das heißt, wir haben den Ausgang 1. Und die letzte Variante ist dann 1 und undefiniert negiert. Genau, das ist dann jetzt tatsächlich undefiniert. Denn 1 und undefiniert, da wissen wir nicht, ob da jetzt eine 0 ist, weil 1 und 0 würde ja 0 ergeben oder eine 1 ist. 1 und 1 würde eine 1 ergeben. Das heißt, hier aus dem 1 und undefiniert kommt was Undefiniertes raus und naja, Negation von undefiniert ist immer noch undefiniert. Das heißt, da hätten wir am Ende undefiniert. Das sind alle Möglichkeiten, die wir haben bei den NANDs. Und jetzt gucken wir uns das einmal an, was das jetzt bedeutet für unser NAND, was wir hier haben. Was muss ich im ersten Takt einstragen? Ich habe A und nicht B negiert. Das Ganze, was wissen wir? Wir wissen, wir sehen das hier auch, wir sehen irgendwie, wir wissen nichts über A im Takt davor. Wir wissen nichts über nicht B im Takt davor. Das heißt, wir sind hier undefiniert. Wie sieht das im zweiten Takt aus? Ja, okay, im zweiten Takt. Wir wissen über A. A hat den Wert 0. Okay. Und nicht B ist undefiniert. Das heißt, 0 und undefiniert negiert. Da hatten wir gesagt, da kommt der Wert 1 raus. Weil 0 und undefiniert, naja, 0 und irgendwas ist immer undefiniert, also auf den Wert 1. Gucken weiter. Wir haben, was haben wir im nächsten? Wir haben A immer noch auf 0. Jetzt haben wir nicht B auf 1. Was bedeutet das für uns?
Naja, ist im Prinzip fast das gleiche wie eben, ne? Also wir haben weiterhin eine 0, also 0 und 1 ergibt den Wert 0 zusammen. Das Ganze negiert, sind wir wieder bei 1. Das Ganze gilt auch nochmal für den folgenden Takt hier. Das heißt, wir bleiben noch einen Takt weiter auf 1. Und so, jetzt ist hier was passiert zwischendurch. Jetzt ist unser A auf 1 gegangen. Das heißt, wir haben 1 und den Wert 1. Dann müssen wir natürlich gucken, 1 und der Wert 1 negiert das Ganze. Ist 1 negiert, ist 0. Wir gehen runter. Gucken im nächsten Takt, wir haben 1. Jetzt ist nicht B runtergegangen. Also wir haben 1 und 0 negiert. Damit kommen wir wieder auf 0 negiert. 0 negiert ergibt wieder 1. Und das ist auch das, was es dann bis zum Ende bleibt. Okay. So, also hier einmal aufpassen, wie das mit den Nans ist. Gucken wir uns. Achtung, die Einbuchtung, die kommt durch den Wechsel von A. Ne, weil wir hier an dieser einen Stelle, an der Stelle wird A zu 1, dadurch haben wir 1 und nicht B ist immer noch 1. 1 und 1 ergibt 1, negiert ist 0. Deswegen gehen wir hier auf 0. Und durch den Wechsel von B ist es so, dass dann der Wechsel, den wir bei A hatten, wieder quasi rückgängig gemacht wird, dass nur eins von beiden den Wert 1 hat von unseren Eingängen in dem NAND. Ja, und dann haben wir dann in dem Fall, ist es jetzt halt so, dass nicht B den Wert 0 hat, statt vorher A. Wir haben hier nur genau einen Takt, wo beide Eingänge des NANDs den Wert 1 hatten. Und dadurch gehen wir dann hier einmal für einen Takt nach 0 runter beim NAND-Ausgang. Gut, machen wir mit Alpha weiter. Alpha ist unser AND hier. Wir müssen wieder gucken, was geht da rein und was sind unsere Eingänge da entsprechend. Wie sind die belegt? Was können wir darüber sagen? Was könnt ihr mir über das Alpha sagen? Also das Erste, wonach wir gucken sollten sonst, ist ja, was sind die Eingänge unseres Alphas? Genau. Richtig. Das ist einmal der Ausgang des Inverters, das nicht B. Das ist die Leitung, die hier unten rankommt. Und das andere ist aus dem NAND, also das A und nicht B negiert. Das ist die andere Leitung. Das heißt, wir müssen die dritte und vierte Zeile uns angucken, wenn wir das Alpha rausfinden wollen. Ja, was bedeutet das jetzt also für meinen Ausgang am Alpha? Was könnt ihr mir darüber sagen? Womit fange ich denn hier an? Okay, genau, ich habe zweimal undefiniert. Das eine ist, weil ich nicht weiß, wie es im Takt davor war und undefiniert und undefiniert ergibt undefiniert, da weiß ich nichts. Dann habe ich
Hier das gleiche nochmal explizit, undefiniert, undefiniert. Okay. Wie geht es danach weiter im dritten Takt? Genau, also ich habe erstmal hier als nächstes nicht B und das Nähend der Ausgang beide Male 1. Das heißt, 1 und 1 ergibt als Ausgang auch wieder 1. Und das Ganze habe ich nicht nur einen Takt lang, sondern 1, 2, 3 Takte hier lang. Hier fehlt so der Zwischenstrich. 1, 2, 3 Takte lang, bevor dann das Nicht-B auf 0 runtergeht. Und na gut, 0 und ich brauche mir gar nicht das andere angucken. Sobald auch nur einer der beiden Eingangswerte auf 0 ist, kann da auch keine 1 mehr rauskommen. Also 1, 2, 3 Takte lang 1. Und dann geht das auf 0 runter. Gut, das letzte, was noch fehlt, ist Y, unser Ausgang oder auch ja, das Beta, das letzte Schaltsymbol, was wir hier haben, dass das mit beeinflusst. Und wir gucken uns auch hier an, was geht da rein. Da müssen wir einmal schauen. Das eine ist der einfache Ausgang aus unserem Alpha. Das andere ist eine sehr lange Leitung, die von hier ganz vorne kommt. Das ist unser A. Und wir erinnern uns bei der Gelegenheit nochmal daran, wenn wir Leitung, wenn wir Leitung haben, die mit einem entsprechenden Kreis verbunden sind, dann sind das verbundene Leitungen. In dem Fall geht also wirklich das gleiche Signal hier ab. Wenn wir einfach nur gerade Leitungen ohne diesen Punkt drauf haben, dann sind sie nicht verbunden. Und insofern, wenn ich das Ganze jetzt so gezeichnet hätte, dann wäre die Schaltung, man könnte wohl noch erahnen, was sie sein soll, weil man wahrscheinlich sagt, okay, hier ist der Zeichner den Punkt vergessen, aber es wäre dann nicht mehr eindeutig. Also da bitte dran denken. Wenn Leitungen voneinander abgehen und sich trennen, dass man da auch entsprechend den Markierungspunkt setzt. Aber zurück zu unserem Y. Wie sieht es denn da aus? Wie fange ich denn hier damit an? Was sind meine Ausgangswerte am Y basierend auf dem A, also der ersten Zeile, und dem Alpha unserer vorletzten Zeile? Okay, ja, auch hier muss ich mit x anfangen. Die Frage ist, wie lange habe ich hier x? Das erste ist noch relativ wenig verwunderlich. Ich habe ein Oder von irgendwas, was ich hier nicht weiß aus dem Vortakt. Ab wann kann ich denn hier was sagen? Ab wann kann ich eine Aussage treffen über meinen Ausgang, dass es nicht mehr undefiniert ist? Genau, also es ist ja ein Oder. Für ein Oder muss mindestens eine der beiden Seiten den Wert 1 haben als Eingang. Wir haben unser A, also entweder muss A den Wert 1 haben, damit wir sicher wissen, dass auf jeden Fall der Ausgang 1 ist, weil 1 und irgendwas ergibt halt, nee, 1 oder irgendwas ergibt halt immer den Wert 1 auf jeden Fall. 0 oder irgendwas, da wissen wir halt nicht, was rauskommt. Das ist aber das, was wir gerade vorliegen haben, weil A den Wert 0 hat, Alpha den Wert undefiniert, 0 oder irgendwas, da können wir noch nichts mit anfangen. Und insofern, solange A auf dem Wert 0 ist und Alpha nicht definiert, bleiben wir weiter im undefinierten Bereich. Jetzt im dritten Takt ist es zwar so, dass A immer noch 0 ist, aber hier ist auch Alpha endlich definiert mit 1. Dann haben wir 0 oder 1. Deswegen fangen wir mit dem Wert 1 an. Im nächsten Takt geht A auf
den Wert 1, Alpha auf den Wert 1, na gut, 1 oder 1 bleibt 1, 1 oder 1 bleibt auch 1, 2 Takte 1. Jetzt geht Alpha zwar auf 0, A bleibt aber bei 1 und insofern bis zum Ende bleiben wir auf 1 an der Stelle. Okay, eine hübsche Schaltung, die ein bestimmtes Verhalten nicht zeigt. Was für ein Verhalten könnte denn hier am Ausgang passieren? Was könnte denn auftreten? Da kennen wir was. Es ist hier nicht aufgetreten, aber es kann bei einer Schaltung am Ausgang auftreten. Denn im Endeffekt, was haben wir hier gemacht? Eigentlich haben die Eingänge A und B einmal nur umgeschaltet. Was ist am Ausgang nicht aufgetreten? Was kann aber bei solchen Ausgängen, bei gerade im Rahmen dieser Impulsdiagramme von Schaltung, was kann da auftreten? Richtig, Hazards. Ein Hazard. Da gab es verschiedene Typen. Und wollen wir mal gucken, wie gut ihr die noch auseinanderhalten könnt. Fangen wir mal mit dem hier an. Wie nennen wir diesen Hazard? Also, wenn dieses Verhalten, also die Schaltung schaltet einmal um die Eingänge und am Ausgang sehen wir dieses Verhalten. Dann ist es ein Null-Hazard. Ja, soweit richtig, aber nicht nur Null, sondern noch etwas spezifischer. Ein statischer Null-Hazard, genau. Also, statischer Null-Hazard, weil eigentlich statisch Null, dauerhaft Null am Ende rausgehen sollte aus dem Ausgang. Dadurch, dass die Schaltung einmal in Schwingung gerät, der Ausgang auf 1 schwingt, bevor er wieder zurück auf 0 geht. Das Gegenteil ist natürlich der statische 1-Hazard. In dem Fall müsste eigentlich der Ausgang dauerhaft auf 1 bleiben, schwingt kurz nach 0, bevor er wieder auf 1 zurückgeht. Okay. Was kennt ihr noch für Hazard-Bezeichnung? Dynamisch, genau. Also, wir hatten eben statisch, jetzt haben wir dynamisch. Und da haben wir ja, bei dem dynamischen haben wir ja einen Wechsel am Ausgang. Und es ist so, dass es einmal zwar wechselt, dann nochmal kurz wieder auf den Ursprungswert zurückschwingt, bevor es dann wirklich gewechselt ist, entweder von 0 auf 1 oder umgekehrt von 1 auf 0. Und jetzt müsst ihr mir nur sagen, welcher von den beiden ist jetzt eigentlich der 0 und welches ist der 1-Hazard? Welches ist der dynamische 0 und welches ist der dynamische 1-Hazard? Wo muss ich gucken? Genau, der obere ist der dynamische 1-Hazard. Der untere, der dynamische Null-Hazard. Denn wichtig ist, und das gilt natürlich genauso auch für die statischen Hazards, ich gucke, was ist der Ausgang, wo ich dann am Ende auch hingehe oder wo ich auch hin will. Beim dynamischen Hazard, es soll auf 1 Ausgang wechseln, zwischendurch schwingt es, also ist das ein dynamischer 1-Hazard. Oder auch hier, ich habe den Ausgang start dauerhaft auf 0, deswegen eigentlich ein statischer Null-Hazard. Okay, sehr gut. Das also zu dem Thema der Hazards. Dann haben wir auch nur noch zwei Themen. Ja. Und zwar die 0, 1, 2 und 3 Adressmaschine. Also die machen wir in einem Abwasch.
Wir erinnern uns, da gab es irgendwie hier diese Beschreibung mit so einem kleinen Befehlssatz, wie die ganzen funktionieren. Und dann sollen wir da entsprechend das umsetzen, dass wir dort ein kleines Programm schreiben. Ne? Null-Adressmaschine war die mit einem Stack, das heißt, wir können immer nur Dinge auf dem Stack werfen oder vom Stack holen und wir können dann auf dem Stack oder mithilfe des Stacks können wir Dinge berechnen. Genau, unser Ziel ist die Berechnung von C geteilt durch B. Und das jetzt im Rahmen mit der Null-Adressmaschine. Wer kann mir sagen, was ich jetzt machen muss, damit ich meine Berechnung durchführen kann? C geteilt durch B. Denkt dran, wir haben Stack. Das heißt, wir werfen das in einer bestimmten Art und Weise drauf, auf den Stack oder auf unseren Stapel. Okay. Gut. Also, wir können Sachen auf den Stack werfen. Da machen wir hier ein Push-B. Das heißt, unser B ist auf dem Stack. Wir machen Push-C. Unser C liegt da drüber. Und dann können wir an der Stelle hier sagen Div. Und Div nimmt in den Zwischenspeicher den Top of Stack. Das ist C. C geht dadurch einmal raus durch das Pop dazwischen. C ist im Zwischenspeicher. Und mein neuer Top of Stack kriegt den Wert von Temp. Das ist das C, was ich im Zwischenspeicher habe, geteilt durch Top of Stack B. Also C geteilt durch B. Das ist jetzt das, was in meinem Top of Stack steht. Den Top of Stack kann ich dann wieder ausgeben mit Hilfe von Pop. Ich muss natürlich, das fehlt ja an der Stelle noch, ne? Ich muss auch sagen, wohin ich das haben will. Wir sehen, da gehört immer eine Speicheradresse zu bei Pop. In dem Fall kann ich das auch direkt dann in meine Adresse W ausgeben. Okay, also Null-Adressmaschine ist das mit dem Stack. Achtet darauf, wie rum ihr Dinge auf dem Stack tut. Wenn ich jetzt erst C gepusht hätte und dann B, dann hätte das mit dem Div natürlich nicht funktioniert. Insofern im Zweifel einmal kurz sonst mitführen, was liegt wo, an welcher Stelle auf dem Stack. Das ist die Null-Adressmaschine. Die Ein-Adressmaschine funktionierte etwas anders. Ne, wir erinnern uns, die hatte einen Akkumulator. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, etwas in den Akkumulator zu laden aus einer Speicheradresse und dann auf diesem Ganzen zu rechnen, zusammen mit einer Speicheradresse. Also das, was ich im Akkumulator habe, wird berechnet zusammen mit irgendwas aus einer Speicheradresse und mein Ergebnis landet wieder im Akkumulator. Wie würde jetzt mein kleines Programmchen aussehen mit der Ein-Adressmaschine? Okay. Genau, ich würde Dinge in den Akkumulator laden, zum Beispiel mit Load C, dann ist mein C im Akkumulator. Dann kann ich sagen, in dem Fall direkt mein Div B. Damit würde ich in den Akkumulator den Wert schreiben von dem, was im Akkumulator ist. Das war mein C, weil wir es geladen haben, geteilt durch mein Div-Ding hier, B. Dann habe ich also C geteilt durch B im Akkumulator. Das Ganze würde ich mit Store W entsprechend in meine Speicheradresse W schon ausschreiben. Gut. Ihr merkt schon, das ist enorm kurz. Also deswegen hier auch nochmal sehr, sehr deutlich. Das ist jetzt sehr viel kürzer, als wie es in einer normalen Aufgabe wäre. Ich will einfach nur mit euch einmal nochmal kurz die Adressmaschinen durchgehen. Wenn es eine Aufgabe wäre, wären wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht ein, zwei, drei weitere Berechnungsschritte mit der drei da drin verknüpft und man müsste ein bisschen mehr halt auf die Reihenfolgen achten. Aber so
mit dem einfachen Beispiel können wir alles einmal kurz durchdefinieren, ohne dass wir ewig viel Zeit brauchen. Ihr ahnt, wie es weitergeht. Zwei Adressmaschine. Okay, kein Stack mehr, kein Akkumulator mehr. Wir nutzen nur noch Speicheroperanden. Alles hier irgendwie auf Speicheradressen. Und die erst angegebene Speicheradresse, mein M, ist auch die, wo ich dann mein Ergebnis reinschreibe. Das heißt, in dem Fall die vordere Speicheradresse ergibt mir auch mein Ergebnis. Was bedeutet das für mein Programm an der Stelle? Ah, eine gute Frage. Muss ich eigentlich C bzw. B erhalten? Wenn du es nicht nochmal brauchst oder wenn wir es nicht nochmal anders brauchen und es nicht in der Aufgabe drinsteht, dass wir es erhalten müssen, würde ich immer sagen, nein, wir müssen nicht. Weil wenn wir das erhalten müssen müssten, dann müsste uns die Aufgabe das entsprechend hier auch so genau sagen. Das heißt, wir können es relativ schnell überschreiben. Genau, wir würden. Div C, B an der Stelle dann sagen, move W, C. Das heißt also, wir rechnen die Division zwischen C und B aus. Gut, ist relativ leicht von der Reihenfolge aufzuschreiben. Und das Ergebnis landet in C. Das heißt, ja, an dieser Stelle würden wir C überschreiben. Und das Ergebnis schieben wir nochmal in die Speicheradresse W, damit wir das da haben, wo unser Ergebnis auch sein soll. Natürlich hätten wir jetzt auch sagen können, wenn wir das Ganze nicht überschreiben wollen würden, hätten wir zum Beispiel erstmal sagen können, wir nehmen den Wert C, moven uns den in die Speicheradresse W und machen dann die Berechnung an der Stelle direkt auf der Speicheradresse W, würden damit dann nichts überschreiben. Angesichts der normalen Aufgabenstellung dieses Typus von Aufgaben, wenn nicht explizit gesagt wird, es muss erhalten werden, die aktuellen Speicheradressen, dann hätte ich jetzt kein Problem damit, sie zu überschreiben. Aber es ist gut, darauf zu achten, was denn da vorgegeben ist. So, dann 3-Adress. Wir schalten weiter. Also das waren jetzt hier zwei Speicheroperanden. Wir überschreiben aber dann auch immer unser Ziel. Die 3-Adressmaschine, auch Load-Store-Risk-Architektur. Erstmal, wir arbeiten dann hier nicht mit Speicheradressen, sondern wir machen unsere Operationen auf Registern. Damit wir mit den Registern überhaupt rechnen können, müssen wir unsere Sachen mit Load and Store entsprechend rein- und rausschreiben aus den Registern und haben dafür den Vorteil, dass wir direkt sagen können, wo geht unser Ziel hin und mit welchen beiden Registern machen wir die Berechnung. Und es können halt drei verschiedene Register sein. Es können auch zweimal irgendwie das gleiche sein. Wir können auch hier natürlich sagen, dass das Zielregister, wo wir hinschreiben, auch eines der beiden Operanden ist. Muss es aber nicht. So, habt ihr schon einen Vorschlag für unser Programm bei 3-Adressmaschine? Okay, ja, das sieht richtig aus. Sehr gut. Also, genau, wir laden als erstes unsere Werte. Und zwar brauchen wir das Load C und das Load B. Laden C und B in entsprechende Register. Das ist der erste Schritt. Wenn wir das Ganze in Registern haben, dann können wir unsere erste Berechnung machen. Oder unsere einzige Berechnung, es ist ja nur eine Division. Z ist das Ziel, wo wir das reinschreiben. X ist der erste Wert, das ist unser C hinter. Y ist der zweite Wert. Das heißt, wir machen die Division von C geteilt durch B.
Das Ergebnis landet in Z. Und das müssen wir am Ende natürlich dann einmal nochmal wieder in unsere Speicheradresse rausschreiben. Wir müssen gucken, wie rum ist das Ganze. Die Speicheradresse hier auf der linken Seite. Store W, Z. So. Jetzt muss ich einmal ganz schnell gucken. Gib mir mal kurz 1,5 Minuten, weil mir hier der Speicherträger vollläuft. Kurz irgendwas schnell deinstallieren, dann habe ich auch gleich wieder Platz, nicht, dass die Aufnahme aufhängt. So, was ist groß und was kriege ich schnell runter? Das sieht gut aus. So, sollte wieder reichen vom Platz. Also. So, die Frage, ob ihr in der Klausur erwarten könnt, dass die Operatoren und die Register gegeben werden oder ob man die lernen sollte. Du spielst hier wahrscheinlich das genau an mit, wie genau das hier funktioniert, die Mnemonik und die entsprechende Bedeutung. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sicher sagen, ich meine. Aber das kann ich tatsächlich hier, die Frage stellt bitte dann lieber nochmal Andreas Meder irgendwie in der Fragestunde oder im Repetitorium. Ich meine, dass in den meisten Klausuren, von denen ich gehört habe, entsprechend dieser kurze Ausschnitt mit den Berechnungsvorschriften drin war. Wenn ihr das aber einmal lernt, dann geht ihr auf Nummer sicher und wisst vielleicht auch selber noch, wo die entsprechenden Stolpersteine sind. Ja, mehr kann ich die Frage leider nicht beantworten, als dass ich meine, dass es meistens immer gegeben war, aber ich kann es nicht sicher sagen. Dann lieber Andreas Meder direkt fragen, der euch da hoffentlich eine Antwort gibt. Eventuell gibt er euch aber auch die Antwort, dass ihr es einmal lernen sollt. Gut, wir haben unsere verschiedenen Programmcodes. Macht jetzt hier nicht so viel Unterschied von den Längen. 4, 3, 2, 4. Das hatten wir in der Übungsaufgabe auch schon gesehen, dass abhängig davon, was wir berechnen, wie wir es berechnen, kann das eine oder andere mal länger oder kürzer geschrieben sein. Ich erinnere noch auch daran, das wollte ich jetzt nicht noch mit euch durchdeklinieren, dass wir da auch noch dann entsprechende Berechnungen hatten, wie lange, also welchen Speicher verbraucht das Ganze hat. Und dass wir da halt immer geguckt haben, ne, was ist dann Opcode, was ist dann eine Speicheradresse. Und wir hatten dann hier sowas wie Push und Diff waren Opcode, der dann irgendwie, ich glaube, 8-Bit benötigt hat. Eine Speicheradresse. Genau, hier war das noch relativ einfach. Das waren alles Opcodes und dann mehr Speicheradressen. Und dann schließlich bei der Drei-Adress-Maschine mussten wir dann nochmal aufpassen, dass wir da eben auch Register hatten, die entsprechend weniger Bits benötigt haben für das Ganze als die Speicheradressen an der gleichen Stelle. Also ich glaube, das waren, glaube ich, 4 Bit für ein Register. Also das heißt hier Diff, Z, X und Y, das waren dann jeweils 4 Bit, die wir hier zusammengerechnet haben. Also dann hätten wir hier irgendwie Opcode von 8 plus 4 plus 4 plus 4. Also 12 wären 20 Bit für die eine Zeile hier. Während halt eine Zeile, wo wir
einen Opcode haben plus, ich glaube, waren es 16-Bit für eine Speicheradresse. Also wären es dann 8 plus 16 plus Register 4, 8 plus 16 plus 4, also 28 für diese Zeile. Obwohl sie auf den ersten Blick kürzer aussieht, braucht sie dann doch mehr Bit als die Zeile darüber. Gut, das zu 1, 2, 3, 0, 1, 2 und 3 Adressmaschinen. Ganz zum Schluss nochmal ein Thema. Wir gucken noch, wobei ganz zum Schluss, nein, ich habe ein Thema fast ausgelassen, weil ich die Folie in meinem Buch stehen habe. Ich will euch doch hier was nicht unterschlagen. Dann. So, weil was hatten wir denn auch noch an schönen Thema? Wir hatten das Thema. Wir hatten das Thema Pipelining. Und wir gucken uns einmal an. Also angenommen, wir haben eine kombinatorische Logik mit folgenden Modulen. Und zwar sind das hier Stück in der kombinatorischen Logik. Ich sage jetzt schon, dass das nicht maßstabsgetreu gemalt ist. So, darunter in Angaben die Zeit in Pikosekunden, die jedes Element braucht, dass es durchlaufen wird. Also 30, 40, 60, 20. Das ist unsere gesamtkombinatorische Logik. Und aus der kombinatorischen Logik geht das ganze Ergebnis dann in ein Register, was auch nochmal eine entsprechende Zeit von 30 Pikosekunden hat. Alles in Pikosekunden gerechnet hier. So, und da hatten wir ja das Thema, wir sollen Latenzzeit und Durchsatz einer Schaltung berechnen. Wie berechne ich denn jetzt die Latenzzeit von dieser Schaltung, bestehend aus kombinatorischer Logik, diesem großen Stein hier vorne, und Register, dem Stein hier hinten? Okay, genau. Also für die Latenzzeit summiere ich entsprechend alles durch, was ich habe. 30 plus 40 plus 60 plus 20 plus 30, was quasi meine Berechnung oder meine Operation, was die hier einmal so braucht, mein Signal, sagen wir mal über Signal, was es braucht, um hier einmal durchzugehen. Von hier vorne bis ganz hinten, einmal alles aufsummiert, 180 Pikosekunden. So, bevor irgendwer sich dann später beschwert. Alles in Pikosekunden. So. Dann braucht es nicht überall hinschreiben. Das heißt, Latenzzeit ist 180. Wie ist das jetzt mit dem Durchsatz? Okay, ja, das ist 1 durch 180. Warum ist das 1 durch 180? Genau, ich kann also ich habe 180 Pikosekunden, die ich brauche, um einmal da durchzulaufen und kann eine Aktion, eine Operation machen in diesem Zeitraum.
Das heißt, ich habe eine Operation pro 180 Pikosekunden. Danach ist das Ganze hier wieder frei. Ich hatte ja irgendwie dieses etwas blöde Beispiel gemacht mit den Wasserflaschen befüllen und verpacken und so. Ne, dann danach wäre quasi dann das Laufband wieder frei, dass die nächste Flasche rauf kann und durchlaufen kann. So, und jetzt kann man natürlich sagen, das Ganze will man optimieren, indem wir zum Beispiel eben ein zusätzliches Register einfügen können. Also Register mit 30 Pikosekunden Durchlaufzeit. Wie können wir damit jetzt Optimierung schaffen an der ganzen Sache? Und vor allem, was optimieren wir eigentlich? Genau, richtig. Wir wollen den Durchsatz optimieren. Die Latenzzeit optimieren wir nämlich nicht, wenn wir irgendwas dazufügen. Also, wir wollen den Durchsatz optimieren. Wir dürfen ein weiteres Register einfügen. Wo würde ich das denn jetzt am besten machen? Okay, genau. Also wir optimieren den Durchsatz, indem wir möglichst gleich lange Aktionen haben drumherum. Wenn wir jetzt natürlich nur ein Register dazu einfügen, dann ist es so, dass wir hier eher das in der Mitte möglichst teilen. Hätte ich jetzt gesagt, irgendwie, wir machen zwei Register, dann würden wir halt das eher in Drittel dann halt teilen, so gut es geht. Genau, also das Ziel ist, dass wir mit diesen Registerdurchläufen mehrere gleich lange Aktionen haben, möglichst gleich lang, um dadurch den Durchsatz zu erhöhen. Das heißt, ich würde jetzt in dem Fall hier sagen, ich habe meine kombinatorische Logik aus 30 und 40er Baustein, die bleiben hier an der Stelle. Das ist jetzt quasi hier so meine erste kombinatorische Logik, die ich hier so ein bisschen noch habe. Das Ganze geht dann in mein erstes Register von 30 Pikosekunden. Und aus diesem ersten Register geht das dann in den zweiten Teil kombinatorischer Logik. Da habe ich einmal dann eben noch 60 und 20 Pikosekunden. Aus dem es dann in das altbekannte Register am Ende geht. So, und natürlich heißt das jetzt, dass wir damit die Latenzzeit erhöhen. Ne? Latenzzeit hatten wir ja eben schon. Für die Latenzzeit zählen wir alles zusammen. Die Latenzzeit, bis eine Operation von Anfang bis Ende einmal durchgelaufen ist, hat sich jetzt um 30 Pikosekunden erhöht. Wir sind damit bei 210 Pikosekunden. Aber wir haben die Möglichkeit, dass wir hier, wenn wir bereits dann das erste Mal die Berechnung haben und das im Register gelandet ist, um dann im zweiten Bereich weiter berechnet zu werden, beziehungsweise hier darauf wartet, dass die zweite kombinatorische Logik frei ist. Dann wird die hier frei. Wir gehen hier rein, starten die Berechnung und können dann schon hier vorne wieder eine neue Berechnung beginnen. Das heißt, unser Durchsatz ist besser geworden. Wo müssen wir jetzt gucken, wenn wir den Durchsatz berechnen wollen? Okay, genau, das längste Teilstück. Also wir hängen davon ab, was der längste Teil ist. Wir haben hier einmal 70, einmal 80 Pikosekunden. Das ist schön, dass das noch 70 hier fertig ist, aber es kommt hier aus dem Register eh erst weiter, wenn das hintere fertig ist. Und insofern haben wir da einen etwas höheren Wert? Dürfen natürlich jetzt unsere Register nicht vergessen. Also, wir haben 30, 40, das sind 100 Pikosekunden. Der zweite Teil aber 110 Pikosekunden.
Und das heißt eigentlich nichts anderes, als dass wir insgesamt kriegen wir zwei Operationen pro 220 Pikosekunden durch, weil die erste hier eben noch 10 Sekunden, 10 Pikosekunden länger warten muss, bevor sie weitermachen darf. Oder halt direkt abgelesen aus dem längeren Teilstück, dem zweiten 60 plus 20 plus 30 sind 110 Pikosekunden. Und unser Durchsatz ist dann eine Operation pro 110 Pikosekunden. Okay, ich prüfe das nochmal mit der Latenzzeit gegen. Okay, ja, danke für den Hinweis. Das heißt, unsere Latenzzeit müssen wir noch mal daran. Wir haben, machen wir das noch mal anders. Wir haben eine Latenzzeit für die erste Stufe von 110 Pikosekunden. Nee, warte, was sind das erste? Rechnen. 100 Pikosekunden. Wir haben eine Latenzzeit von der zweiten Stufe von 110 Pikosekunden. So, und damit die Gesamtlatenz sollen wir berechnen aus der langsamsten Stufe. Das heißt, wir hätten hier das wären dann die 110 hier. Zweimal 110 gleich 220 Pikosekunden. Das dürfte jetzt dann noch eher zu dem hinhauen, was du gesagt hattest, oder? Genau. Dann muss ich an der Stelle um Entschuldigung bitten. Da habe ich tatsächlich selber einen Fehler gemacht. Ich hoffe, es hat niemanden zu viele Punkte gekostet. Aber gut, und deswegen wirklich danke, dass du es angesprochen hast, dass wir es hier noch einmal geklärt haben. Gut. Durchsatz bleibt allerdings dabei bei dem, was wir hier hatten. Eine Operation pro 110 Pikosekunden. Okay. Gut, das zum Thema Pipelining.
Also achtet da nochmal darauf mit dem langsamsten Teilstück mit der Latenz. Wie gesagt, Entschuldigung, oder ich bitte um Entschuldigung für den Fehler meinerseits. Und als jetzt letztes Thema würde ich mit euch noch einmal rauf gucken, wie ist das eigentlich? Ich weiß nicht, ich bin ganz ehrlich an der Stelle. Ich weiß nicht, wie weit ihr etwas in der Richtung kriegt. Es kann sein, dass wir jetzt gleich schon ein Stück zu weit vorrennen. Ich möchte einfach nur einmal sicher gehen und dass ihr ein Mini-Assembler Programmcode ein bisschen lesen könnt und vielleicht was verstehen könnt. Im Zweifelsfall sollte es euch aber zumindest immer noch für das theoretische Verständnis des Assemblers helfen. So, weil das genau war, warum bin ich mir unsicher? Einfach weil in den unterschiedlichen Jahren unterschiedlich viel zu Assembler gemacht wurde und entsprechend unterschiedlich viel in der Klausur dann dazu vorkam. Also, ich habe einen ganz kleinen Assembler-Code mitgebracht. Der ist auch wirklich nicht so schwer. Und wir gucken uns das einmal an. Wir schauen nochmal, was erkennen wir aus dem Ganzen. Ne, hier haben wir irgendwie so unsere Labels, Main. What am I? Und dann gibt es irgendwie ja, einige Sachen, einige Befehle, ne, die diversen Operationsbefehle, die Opcodes, Push, Move, Sub, Call, Push, Call, Leave, Fetch. Hier ist nochmal XOR. Das ist das, was wir haben. Wir haben diverse Register und einige anderen Sachen. Genau, und jetzt wäre halt so meine Frage, wir wollen einmal rausfinden, zum einen, was macht diese Funktion, zum anderen aber auch, das ist jedenfalls meine Empfehlung an der Stelle, dass wir einmal auch gucken, was passiert eigentlich zu jedem Teil des Programmcodes auf dem Assembler-Stack. Also, was passiert da eigentlich? Was haben wir wo liegen? Wenn wir uns den Stack angucken, na, das war so dieses groß, lange, durchgehende. Erinnert ihr euch noch an ein paar Dinge, die ich zum Stack gesagt hatte? Also wie ist das irgendwie mit Richtungen und wie ist das irgendwie mit Größen oder mit Bezeichnungen? Es gibt ja irgendwie für jede Stelle im Assembler-Stack gibt es ja irgendwie so eine Adressierung. In welche Richtung geht denn das Ganze? Ja, okay. Genau, also normalerweise richtig. Normalerweise wächst der Stack nach unten. Und nach unten heißt in dem Fall auch noch was anderes in Richtung, nämlich von welchen Adressen? Also im Endeffekt ist das ja eine 50-50-Frage, die größeren oder die kleineren Adressen. Ja, also es ist halt tatsächlich auch so, wir gehen hier in die Richtung unserer kleineren Adressen.
Ja gut, ob das negative Zahl ist oder nicht, das mag auch noch einen Unterschied machen. Aber wir gehen hier eigentlich in die Richtung kleinere Adressen. Und dann haben wir, wie ich schon sagte, verschiedene Bereiche. Da hat die Maus gehakt. Dann haben wir verschiedene Bereiche auf dem Stack, die alle adressierbar sind. Und es gibt dann so Pfeile, die man an den Stack malen kann. Was waren das denn noch für Pfeile? Also tatsächlich ja bestimmte Dinge, die irgendwie auf Sachen im Stack zeigen. Genau, das eine war der Stack Pointer. Es gab noch was anderes. RSP, mein Stack Pointer. Das andere, ne, das war der Base Pointer. Also, keine Ahnung, der zeigt irgendwie auf die Basis vom Frame mein RBP beispielsweise hier oben hin. So, und ich markiere jetzt gerade erstmal, das sind einfach nur mal die entsprechenden Adressmarkierungen auf dem ganzen Stack. Das könnte jetzt der Start sein, mit dem wir hier irgendwie starten auf dem Stack. Und wir rufen unsere Main-Funktion auf. Was passiert jetzt als nächstes? Ich rufe meine Main-Funktion auf. Was passiert als nächstes jetzt in meinem Programmablauf? Und insbesondere natürlich auch, was bedeutet das für den Stack? Also klar, Programmablauf normalerweise von unten nach oben, solange ich nicht rausspringe aus dem Programmablauf. Aber was mache ich hier jetzt an der Stelle? Gucken wir uns das mal an hier. Push Prozent RBP. Was mache ich hier? Okay. Wie war das mit der Null-Adressmaschine? Null-Adressmaschine hat ja auch so ein Stack, ne? Wenn ich Push sage und eine Speicheradresse, und in dem Fall ist das ja nichts anderes als ein Register mit entsprechender Adresse, dann heißt das nichts anderes, als dass ich es auf den Stack tue. Das heißt, ich würde an der Stelle hier meinen Base-Pointer einmal abspeichern. Den Wert, also das, was ich hier oben habe, da wo ich hinzeige, das kommt jetzt hier unten rein. Und dann geht es weiter mit dem nächsten. Nächste ist Move RSP RBP. Jetzt müssen wir an einer Stelle uns daran erinnern, dass für den x86 Assembler der Zielwert vorne steht, hinten steht, Entschuldigung, also der zweite Operand. Das ist quasi umgekehrt zu dem, was wir in der Einadressmaschine halt hatten. Also unser Zieloperand ist hinten. Das heißt, wenn ich jetzt Move RSP RBP mache, dann schreibe ich etwas in den hinteren Operanden, das Ergebnis, also in RBP. Beziehungsweise ich manipuliere den Wert von RBP. Was tue ich also an der Stelle? Move RSP RBP. Ja, okay, genau. RBP wird quasi hier, das ist hinfällig, das ist alt, wird auf den gleichen Wert geschoben, den RSP gerade hat. Gut, haben wir. Als nächstes Sub 16 RSP.
Das nächste, was wir irgendwie nochmal uns erinnern, was ich euch noch mitgebe, wir hatten Adressräume, die bei Quadwort 8-Bit sind. Das heißt, Sub-16, da bin ich bei einem Bereich, dass ich 2x8 habe. Und jetzt mache ich Sub-$16% RSP. Was mache ich jetzt wahrscheinlich an dieser Stelle? Genau, ich schiebe den Stackpointer weiter. Das heißt, ich schiebe den um 2x8 weiter. Der zeigt jetzt hierhin auf dieses Feld. Und dann komme ich auf Move Dollar 3064, 0 in Klammern Prozent RSP. Wir erinnern uns, Dollar an sich ja auch so ein Immediate-Wert. Je nachdem, womit ich das halt eben verbinde. Was mache ich wahrscheinlich hier an dieser Stelle? Gucken vielleicht nochmal hinter. Das mag jetzt irgendwie vielleicht auch so ein bisschen irritieren. Ich habe hier Prozent RSP in Klammern und dann ist da eine Zahl davor. Das kennen wir auch, das haben wir auch gesehen. Ne? In Klammern, ein Register in Klammern und eine Zahl davor, das ist ein Index. Das heißt, damit habe ich eventuell eine Abweichung. Abweichung von 0. Okay, der ist mehr eigentlich zur Verwirrung da, also der bringt nichts. Eigentlich ist das hier Index 0 vollkommen unsinnig und unwichtig. Eigentlich tun wir was genau nur an der Stelle RSP oder Prozent RSP. Was tun wir an der Stelle? Move den Wert hier vorne. Wir gucken also, wo ist RSP gerade? Hier. Offset 0. Wir bleiben hier. Move Dollar 3064. Wir schreiben den Wert 3064 da rein, wo unser Stackpointer gerade hin zeigt. Das ist das, was wir hier tun. So, jetzt könnt ihr mir aber hoffentlich sagen, was an dieser Stelle passiert. Move Q Dollar 8302,8 in Klammern Prozent ES. Oh, das sollte RSP heißen. Move Q Dollar 8302,8% RSP. Okay, ich schreibe 8302 in eine Adresse, aber in welche? Über oder unter der 3064? Denkt dran, wo ist der Stackpointer an der Stelle gerade? Der Stackpointer zeigt auf diese hier. Der hier ist durchgestrichen, der zählt nicht mehr. Der Stackpointer zeigt hier unten hin. Den hatten wir mit umgesetzt. Und Offset 8, größeren Adressen, sind nach oben in die übere Richtung. Und das heißt, ich schreibe das jetzt genau dazwischen rein, 8302. So. Genau, in die andere Richtung. Ich könnte natürlich auch minus 8 machen. Das sieht man auch häufig. Also das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen frech, was ich hier gemacht habe. Allerdings auch wiederum nicht ungewöhnlich. Das ist so ein bisschen, dass der Stackpointer sich quasi einen Bereich reserviert, in den er dann Sachen reinschreibt. Deswegen springt er erstmal nach vorne. Weiß dann genau, das ist der Bereich darüber, der gehört mir alles irgendwie und fängt dann an, Sachen da reinzuschreiben. Umgekehrt könnte er auch stückweise Dinge raufpushen oder reinschreiben. Okay.
Er zeigt auf 3064. Wir haben die 8302 im Offset 8 reingeschrieben. Und jetzt kommt als nächstes Call What Am I? Was passiert im Programm und auf meinem Stack? Okay, ja, wir springen ins Unterprogramm. Genau. Das ist erstmal das, was im Programm passiert. Was passiert auf meinem Stack, wenn ich ins Unterprogramm springe? Genau, die Rücksprungadresse wird auf den Stack gepusht. Also, das heißt, ich tue die Return Address drauf. Und damit verschiebt sich natürlich mein Stack Pointer. Das ist auch alt. Die Zeile ist abgearbeitet. Ich springe in mein Programm rein. What am I? Doppelpunkt ist nur ein Label. Ich mache hier oben weiter. Push. Prozent RBP. Was passiert hier jetzt? Push Prozent RBP. Jetzt hatten wir das. Solltet ihr noch wiedererkennen. Das hatten wir heute gerade schon gehabt. Ne? Okay, ja, also das ist dann in der übernächsten Zeile oder in der nächsten Zeile. Das sind so diese typischen zwei Standardzeilen am Anfang eines Unterprogrammaufrufs. Ich packe meinen alten Basepointer auf den Stack. Den von hier oben. Machen wir das mal so ein bisschen farblich. Das ist das Ding hier. Das ist erstmal nur diese Zeile, dadurch natürlich auch der Stackpointer wieder erhöht. Und in der zweiten Zeile Move RSP RBP, da bekommt RBP als das zweite RBP bekommt den Wert, wo RSP drauf zeigt. Das heißt, RBP zeigt. Ich habe auch den falschen genommen da oben. Warum sagt ihr denn nichts? Ja, alles gut. RBP hatten wir zwischendurch ja schon umgesetzt. Das hier war ja der Wert, den wir da hingezogen hatten. So, und jetzt ist eben dieser RBP-Wert nicht mehr gültig. Er wird dahin gesetzt, aber alles gut, weil wir haben hier ja den Wert gesichert, der da oben hingehört. So, Basepointer ist runtergesetzt. Wir gucken weiter. Move 16 Klammern RSP RDX. Was passiert denn hier an der Stelle? Was meint ihr? Denkt immer dran, was ist das Ziel einer Operation? Ist immer hinten. Da werden kommen Werte hin oder Ergebnisse hin. Move 16 in Klammern Prozent RSP nach RDX.
Okay, genau. Also wir müssen gucken. Offset 16 wird in RDX geladen. Wir können das sogar etwas genauer sagen. Was kriegt RDX? Grundsätzlich ist das richtig, was du geschrieben hast. Was in ESP mit Offset 16 steht, wird in RDX geladen. Ihr könnt das genauer. Genau, das ist in dem Fall hier 8, 16, dieser Block 3064. Der wird jetzt in das Register RDX geladen. Und dann hier Move 24% RSP nach RAX. Die nächste Zeile. Genau, richtig. Das sind jetzt die 8302. Wir sind da ja noch weitergegangen. Also, damit das auch hoffentlich dann noch jeder verstanden hat. Hier, Move 16 RSP RDX. Das ist das Ziel. RDX ist das Ziel, da schreiben wir rein. 16 Offset vom RSP. Mein Stackpointer, mein RSP zeigt hierhin. Mein Offset 1, Quatsch, mein Offset 8 wäre die Rücksprungadresse. Mein Offset 16 ist 3064. Deswegen schreibe ich hier die 3064 in RDX. Und hier ist es jetzt so, dass ich Offset 24 auf den Stackpointer nehme. 8, 16, 24, da bin ich bei 8302. Und das wird in Register RAX geschrieben. So, spannende Frage. Nächste Zeile. XOR RDX RDX. Was meint ihr, was passiert? Was kommt hier irgendwie raus? Also irgendwie Ergebnis, ne, wissen wir, steht hinten, ist RDX. Also RDX kriegt irgendwie einen neuen Wert. Der ist dann gleich nicht mehr gültig. Was für einen Wert kriegt RDX an der Stelle? XOR RDX RDX. Genauso wie es da steht, keine Schreibfehler da drin. Und ja, wenn ihr meint, das kann sie jetzt nicht meinen als Antwort, dann meint ihr vielleicht das Richtige. Richtig. RDX hat jetzt den Wert 0. Warum 0? Weil ich ein XOR gemacht habe. Zwischen zwei gleichen Werten, RDX und RDX. In dem Fall stand da 3064 drin, ist aber egal was. Ein XOR X wird immer 0 sein, weil es ja nicht exklusiv das eine oder das andere sein kann. Etwas mit sich selber geXORt kriegt immer den Wert 0 raus. Und das Ergebnis dann eben in RDX geschrieben. Okay. Move RDX RAX. Genau, jetzt nehme ich das, was ich hier in RDX habe und überschreibe den Wert von RAX. Da kommt der Wert 0 raus oder rein. So, dann weiß ich jetzt gar nicht, ob ich Leaf letztes Mal erklärt hatte. Also vorletztes Mal wäre das ja wenn gewesen. Insofern sage ich es lieber direkt. Leaf ist eine Zusammenfassung von zwei Operationen. Nämlich
die Umkehrung von diesen beiden Zahlen. Also, wenn ich jetzt irgendwie den Stackpointer hier umgesetzt hätte, ich habe jetzt hier nichts gepusht zwischendrin, aber ich hätte irgendwas hier reinpushen können, dann wird der Stackpointer hier sein. Leaf macht als erstes den Stackpointer zurück auf den Wert des Basepointers. Also move RBP RSP, den Wert von RBP in RSP rein. Und dann wird einmal Pop RBP durchgeführt, denn ich will den aktuellen Basepointer umsetzen auf den Wert, wer es war, wo ich vorher kam. Und das ist ja der, wo ich jetzt gerade hinzeige, ne? Dadurch, dass ich auf jeden Fall mit meinem Stackpointer wieder, auch wenn ich jetzt hier unten irgendwo runtergegangen wäre, dass ich mit meinem Stackpointer wieder genau hierhin zeige, wo mein alter RBP ist, kann ich diesen RBP in den Basepointer reinschreiben und der würde wieder sich umsetzen und würde wieder hier oben hin zeigen. Das ist das, was hinter Leaf ist. Leaf setzt also den Stackpointer zurück auf den Basepointer des aktuellen Frames und gibt den alten Basepointer aus, sodass dass der Basepointer auf den Wert des alten Basepointers zeigt. So. Jetzt könnt ihr nochmal überlegen, ach so, genau, ausgegeben heißt das weg. Das Element gibt es nicht mehr. Ich zeige eine Ebene weiter höher. Jetzt könnt ihr nochmal überlegen, also für Return, was passiert jetzt als nächstes? Genau, Rücksprungadresse, das heißt, dass ich den Wert hier rausnehme und meinem Programmablauf sage, spring bitte wieder dahin zurück, dass du hier mit dem nächsten weitermachst. Das heißt, wir würden jetzt hier an diese Stelle kommen, wo wir dann einen Push RAX machen würden. Und jetzt wissen wir natürlich, was wir hier auch gespeichert haben, ne? Push RAX, also was schreiben wir jetzt auf den Stack als nächstes? Genau, die 0, die wir hier haben. Push Dollar FMT. Erinnert ihr euch noch an Dollar FMT aus der Übung, wo wir mit der GNU-Toolchain den Assembler einmal Dinge gemacht haben. Meine Matrikelnummer ist, wofür Dollar FMT noch steht. Abgesehen davon, dass da ein H fehlt. Na, also Dollar FMT in der Regel irgendwie formatierter String. Das heißt, ich würde 0 auf den Stack tun, ich würde Dollar FMT auf den Stack tun und dann Call Printf. Printf wisst ihr aber noch, wofür das stand, oder? Okay, ich merke, der Abend ist spät. Also printf war die Printfunktion. Das heißt, wir haben RX gepusht, wir haben FMT in formatierten String gepusht. Printfunktion ist so ausgelegt, dass sie direkt eben die beiden Sachen, formatierter String und gegebenenfalls eben die Sachen, die in den formatierten String reinkommen, dass es die nacheinander auf Stack erwartet, das Ganze nimmt und ausdruckt, dann wird auch die Main-Funktion verlassen und das Programm geschlossen.
Okay. Das heißt, ganz platt gesagt, was kann man über dieses Programm hier sagen, was wir hier haben? Was tut es? Es druckt 0. Ja, genau. Vielleicht noch was anderes, was im formatierten String steht, was wir nicht wissen. Aber im Endeffekt druckt es 0, weil es zwar irgendwie schön hier irgendwelche Sachen übernimmt, die hier reingetan werden. Ne, die 3064 und die 8302. Das ist dem aber ganz egal. Das wird erstmal mit 0 überschrieben. Und dann hier in RAX, wir erinnern uns auch, RAX war ja das Ergebnisregister von einer Funktion. Also wo mein Aufrufer, wo die Main-Funktion erwartet, dass mein Ergebnis auch kommt. Deswegen nehme ich das ja auch zur Weiterverarbeitung. Genau, wo RAX dann einfach den Wert 0 kriegt. Jetzt nicht sonderlich spannend. Wofür könnte es sinnvoll sein? Naja, vielleicht ist das hier irgendwie halt so ein Frame, wo ich mir dann sage, ich will erstmal nur gucken, ob es überhaupt funktioniert, bevor ich dann weiter programmiere und dann irgendwie sage, ich hier, wo ich dieses XOR gemacht habe, da würde ich dann halt weitere Programmfunktionen machen. Und genau, also vielleicht hier XOR und Move, dass das dann die zwei Zeilen sind, die ich dann durch echten sinnvollen Programmcode ersetzen würde. Und dann wäre dann WhatMI eine Funktion, die zwei Parameter erwartet, im Abstand 16 und 24 vom Stackpointer und damit irgendwas tun würde, was wir halt selber schreiben können. Wobei auch da, also ihr habt keinen Assembler-Code in den Übungen schreiben müssen. Ich gehe davon aus, ihr werdet auch keinen schreiben müssen. Deswegen das höchste der Gefühle dürfte sein, dass ihr eben irgendwie einen Assembler-Code beschreiben sollt, was ihr tut. Eventuell selbst das nicht mal, weil Assembler sehr kurz dran vorkam. Ich kann mir vorstellen, dass es aber zumindest mindestens eine theoretische Frage zum Assembler, zum Stack hier irgendwie geben wird. Das wäre jedenfalls nicht ungewöhnlich. Was heißt das FMT nochmal? Naja, es ist eine Variable, wo hinter häufig einfach ein formatierter String, also FMT, formatierter String, ja, jetzt habe ich das formatted String, also wo das dann einfach dann hintersteht. Das ist das, was wir häufig irgendwie gesehen haben, wenn wir mit Strings zu tun haben. Genau. Gut, genau, also das deswegen, wie gesagt, Stack so ein bisschen sollte man verstanden haben. Kann sein, dass ihr halt vielleicht einen Programmcode irgendwie ein bisschen was erklären können sollt, vielleicht auch nicht. Was wir auf jeden Fall noch wissen sollten, einmal zur Erinnerung, es gab, wir haben hier mit Registern Dinge gemacht, ne? Es gab zwei verschiedene Arten von Registern. Und so Dinge, dass ich hier jetzt irgendwie sage, ich mache hier so mal XOR auf RDX und so, das darf ich nur aufgrund einer bestimmten Sache machen. Was, also vor allem ohne, dass ich irgendwas anderes tue. Umgekehrt, den Basepointer, den habe ich erstmal gepusht und den habe ich nachher wieder hergestellt. Wie hieß das nochmal? Diese unterschiedlichen, die beiden Kategorien von Registern. Erinnert ihr euch noch an den Begriff? Genau, wir hatten Callee Safe und Caller Safe. Also Caller Safe sind die Register, die der Aufrufer, also in dem Fall die Main-Funktion, sichern muss, wenn sie damit später weiterarbeiten will. Dazu gehört unter anderem RAX, weil das ja das ist, wo auch dann das Ergebnis aus der Unterberechnung ist. Wenn ich irgendwie jetzt einen Wert habe als Aufrufer, mit dem ich noch was machen will, muss ich den erst sichern, bevor ich die Unterfunktion aufrufe. Dann halt noch so ein paar andere RDI, RSI, RDX. Genau, und RDX war ja das, wo wir hier viel überschrieben haben auch, genauso wie eben RAX. Dürfen wir auch, weil, ne, Caller Safe
Wenn, dann müsste die Main-Funktion sich vorher darum gekümmert haben. Wenn nicht, hat sie Pech gehabt. Und ansonsten haben wir noch RCX, außerdem die R8 bis R11. Das ist alles Caller Safe. Und Callee Safe mit Doppel-E ist das, was der Aufgerufene sichern muss, wenn er damit den Registern irgendwie wertverändernde Dinge tut. Dazu gehört ganz besonders am Anfang der Basepointer und der Stackpointer. Und deswegen haben wir das hier am Anfang ja auch einmal gesichert, ja, als aufgerufene Funktion. Basepointer gesichert. Und aufgrund des normalen Ablaufes, dass ich dann halt immer weiter hochgehe und am Ende in diesem Leaf meinen Stackpointer auf den Wert des Basepointers zurücksetze, sorge ich auch dafür, dass der Stackpointer auf den alten Wert kommt. Genau, RBP, RSP. Ansonsten auch noch so ein ähnliches E wie oben auch, nämlich das RBX haben wir. Außerdem die Register 12 bis 14. Auch hier kann ich nur sagen, Eselsbrücken, irgendeiner Art, welche was, gerne im Moodle mit euren Kommilitonen austauschen. Außer stupides Auswendiglernen, welche was sind, kann ich euch da auch nicht helfen. Wie gesagt, RBP, RSP und RAX kann man sich noch gut herleiten. Beim Rest muss man es dann halt eben einmal wissen. Gut. Aber dann haben wir es auch, glaube ich, erstmal soweit. Wir hätten natürlich noch viel, viel, viel mehr machen können. Andererseits bringt das dann auch nichts auf einen Schlag. Dann machen wir irgendwann nämlich 10 Stunden, weil wir dann das ganze Semester wiederholen. Ich kann nur sagen, nutzt nochmal die Gelegenheit, vor der Klausur dann auch gegebenenfalls im Repetitorium Fragen an Andreas Meder zu stellen. Ich hoffe, dass auch irgendwann demnächst einmal, falls noch nicht geschehen, weitere Ankündigungen kommen. Ich weiß nur, dass auf jeden Fall er mir gegenüber oder den Übungsgruppenleitern gegenüber erwähnt hat, dass das Repetitorium wieder geben soll wie die letzten Jahre. Insofern, das ist dann die Gelegenheit, nochmal die allerletzten Fragen zu stellen. Genau. Nutzt das, was euch zur Verfügung steht, um euch auf die Prüfung vorzubereiten, so gut es geht. Also insbesondere natürlich Übungsaufgaben. Dabei immer denken, was würde denn sich vielleicht da eignen als Klausuraufgabe. Das gilt nicht nur für RSB, das gilt eigentlich für alles an Klausuren. Was jetzt irgendwie keine Multiple-Choice-Aufgabe ist oder keine Multiple-Choice-Klausur, da lohnt sich es immer so ein bisschen, dass ihr euch den Gedanken stellt, eignet sich das jetzt eigentlich als Klausuraufgabe? Weil vielleicht, wenn man das verstanden hat, wie man es benutzt und dann einfach mit anderen Werten und leicht anderer Beschreibung, man eine andere Aufgabe dann hat. Das einmal nur so als Hinweis. Genau, das Gedächtnisprotokollsystem der Fachschaft gibt es. Das hatte ich letztes Mal oder vorletztes Mal. Irgendwann hatte ich das schon mal verlinkt. Da kann man sich eventuell auch nochmal Gedächtnisprotokolle alter Klausuren anschauen. Gerne natürlich auch irgendwie zu einzelnen Themen aus dem Tutorium nochmal irgendwie im YouTube-Kanal nachgucken. Ich lasse das alles online, inklusive aller Fehler, die ich da auch mal doch mal drin gemacht habe. Hoffentlich nie zu viele, hoffentlich nicht zu große. Aber ich bin ja auch nur menschlich, ich kann es nicht ausschließen. Genau. Ja, ansonsten, ja, was ich vielleicht noch sagen kann, wenn ihr noch irgendwie, wenn ihr merkt, es gibt noch irgendwie ein ganz großes Thema oder irgendwas, wo es doch noch groß hakt, also ich nehme auch sonst noch einzelne Mails entgegen in der nächsten Zeit. Und vielleicht schaffe ich noch mal ein, zwei extra Videos, um noch mal was zu erklären. Aber das kann ich natürlich nicht für jedes Thema machen. Ich muss auch gucken, wie es hinhaut. Das ist für mich ja auch, also neben einem 40-Stunden-Job ist das für mich ja quasi eigentlich Freizeit, in der ich das Tutorium mache. Also muss ich halt gucken, wann ich da was unterbringen kann. Aber das wäre mein Angebot, was ich euch noch geben kann, wenn ihr irgendwie merkt, irgend so ein größeres Thema und noch einen Wunsch habt. Vielleicht schaffe ich noch ein, zwei Videos, die ich zusätzlich noch irgendwie mache, bis dann irgendwie kurz vor der Klausur.
Wenn ihr was habt, schreibt das gern. Ansonsten war es das jetzt von mir, vom ESB-Tutorium für dieses Semester. War schön, war nett mit euch. Vielen Dank, dass ihr so gut mitgemacht habt an vielen Stellen. Manchmal, klar, wenn ihr nichts wisst, dann dafür sind wir hier, dann lernen wir das gemeinsam. Und bisschen Werbung in eigener Sache. Wer die OE gut fand, irgendwann im Sommersemester oder Anfang des Sommersemesters, werden da wieder viele Leute gesucht, die mitorganisieren. Insofern, wenn ihr das weitergeben wollt, sämtlichen Dank, gern auch da mithelfen bei der OE-Organisation. Und ansonsten bin ich mal sehr gespannt, was der Fachbereich und TAMS sagen, ob sie mich nächstes Jahr wieder haben wollen oder nicht. Ich wünsche euch jedenfalls erstmal, wenn man sich nicht mehr hört, sieht und so weiter, viel Erfolg bei der Klausur und nicht nur bei ESB, sondern auch bei allen anderen Klausuren und viel Erfolg im Studium. Und einen guten Abend.